Oh, da ist wieder so ein Boss. Oh, super. Den ersten haben wir noch nicht gemacht. Ja, leider, leider. Das steht auch noch auf der Liste. Aber den werde ich jetzt hier mit Sicherheit auch nicht angehen. Ich suche doch nur eine Möglichkeit zu rasten. Deswegen, also ich habe immer das Gefühl, weißt du, die Liste von Sachen, die du später machst, wird einfach immer nur länger. Einmal zwischendurch so ein Schaf mitnehmen, das muss man aber machen. Ah, die wieder. Wir sind ja schon wieder so weit weg von der Scheiße. Da wir im nächsten Gebiet sind, wo wir keine Karte von haben. Das Westen wahrscheinlich, ne? Da war eben so eine Retzstatue. Ja, das kann sein. Aber beim schwarzen, also bei dem Ritter, falls ihr euch an die Brücke erinnert, da konnten wir nicht häufig auswählen, ob wir an der Statue, die an der Brücke war, spawnen oder. Ja, das fand ich auch weird. Also manchmal ging das, manchmal nicht. Deswegen frage ich mich, ob es da irgendwie cool da gibt. Was sagt denn da jetzt schon wieder? Das ist so ein richtig großes Centipede links. Und die sehen mir auch nicht sehr freundlich aus. Jetzt wird er aber dunkel. Im Insektengeland gelandet. Klar, Peter geht einfach zum nächsten Boss. Easy. Wo Feuer? Gib mir Feuer. Centipede. Es sind einfach 5 Peters aneinander geklebt. Achso, kann ich hier nicht benutzen. Oh, kannst du auch ein Pferd nicht benutzen, Mann. Ja, ein Pferd hat Angst vor Feuer. Nee, ich meine, linke Hand kannst du nicht benutzen am Pferd. Achso. Pferd hat Angst vor Feuer in der rechten, in der linken Hand. Weil damit weißt du nicht, was du machst. Jetzt wird es hier auch noch so dunkel. Oh. Okay, da hinten war zumindest so ein Höhleneingang. Meistens sind doch bei Höhlen noch Feuer. Ich laufe einfach an allen vorbei. Vor allem ist hier scheinbar so ein Bossraum. Ach so. Ja, Leute, nee, Scheiße. Da ist einfach ein Schlüssel. Oh. Das ist ja gar kein Bossraum. Da musst du nur einen Schlüssel benutzen. Ich muss sagen, Visibility ist so wie als wir vorhin mit dem Auto gefahren sind. Nicht vorhanden. Sind wir schon wieder hier? Ne, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Wir sind aber. Doch, doch, wir sind aber rum. Okay, weißt du was? Ey, im Dunkelbus müssen wir eigentlich auch nicht den Drachen überhaupt gar nicht erst anfangen. Das ist ja auch Quatsch. Oh nein, also ich glaube nicht, dass du den aus den Augen verlierst. Ja, okay, fair enough. Also so groß ist er jetzt doch. Mal wissen, was das für ein Drache ist. Weil. Oh, warte, bevor du den Haus. Die erste Fertigkeit, die wir auswählen konnten, war dieser Feuer-Odem. Und wenn wir dieses Feuer-Odem benutzen, ist es exakt der Kopf von dem Drachen, der halt Feuer spuckt. Mhm. Weißt du noch die Fähigkeit von dem zweiten? Nee. Fuck. Weiß ich leider nicht mehr. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt die gleiche ist. Kannst dich. Ne, kannst dich anstreichen. Der Schaden ist ähnlich, würde ich sagen. Bisher hat er das gleiche Moveset. Nein. Schwimm mal deine Base.
Bruder, was geht? Aua. Das trifft leider seinen Kopf nicht. Oh oh. Ja, macht nichts, bei mir war das ja auch erst relativ spät. Ich glaube jetzt, wenn er direkt aufhört. Ja, da hatte ich ja, jetzt zu sehr Schiss. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das gemacht habe. Vielleicht jetzt? Jetzt. Nach dem Schwanzfeger. Wow. Das war schade. Aber der scheint das gleiche. Ja, das Muster ist sehr ähnlich, ne? Also habe ich jetzt auch noch keinen Unterschied gesehen. Also außer, dass das blaue Feuer mehr Damage für uns macht. Ja, stimmt allerdings. Okay, wo müssen wir denn hin? Ich weiß halt nicht, ob der Run von der oberen schneller geht. Aber da geht halt. Ich glaube, das ist halt oben und nicht unten. That is what you mean. Wo kann man hier falsch schauen? Ja, bin ich nicht runtergesprungen. Bin den Weg runtergegangen. Das ist jetzt so ein bisschen die Problematik. War das jetzt hier? So. Da war das, oder? Ne, das ist auch zu tief. Hier fällt man zu lange. Das ist das Problem. Das ist nicht zu tief für den Fallschaden. Ja, dann muss ich ja hier wieder durch das Dorf durch. Oder? Ich muss leider sagen, dass ich in unserem Spielstil von der Drachenfertigkeit ziemlich enttäuscht bin. Ich glaube, schneller wäre, wenn du einfach unten entlang reitest, ehrlich gesagt. Also diese Drachenfertigkeit macht jetzt, ist jetzt gar nicht so krass, wie ich gehofft hatte. Macht nicht so viel Damage. Bei dem Bosskampf zum Beispiel habe ich die komplett rausgenommen, weil die eher hinderlich ist als alles andere. Stimmt, die Insel ist falsch markiert, aber ich denke mal, der Drache ist da jetzt eh gepult. Also, du musst nur ungefähr in die Richtung laufen, dann läuft das schon. Ha! Läuft das schon. Welche sind das denn? Die hier? Nee, weiter oben. Ach, die? Ja, genau die. Aber, ja. Ich hatte gar nicht so wenig Seelen, aber 800 oder so, glaube ich. Das ist hier echt noch eine Markierung. Achso. Gut. Das Problem kenne ich. Wollte rennen. Oh oh. Ach, Jules 3, ist das der Clip, wo wir gesagt haben, irgendwie, wo. Jetzt wird's nicht mehr schwarz oder so und dann wird's schwarz? Das war belastend. Also, Christian hat auf jeden Fall gut Erfahrung mit dem anderen Drachen und das Moveset ist gleich, also. Ich halte es tatsächlich für machbar, den zu besiegen. Vielleicht ist hier in dem Gebäude noch ein Feuer, aber vielleicht auch nicht. Wo denn? Rechts. Ne, andere Richtung komplett. Rechts. Da. Jetzt so irgendwo auf der rechten Seite war da so ein Ding, was mega. Da, das. Ein paar Clips sind auch im Discord, alles klar. Cookie, Dankeschön für die Info. Ich glaube, da sind ein paar gute Sachen entstanden.
Ja, Hauptsache mit, ich will Peters hier, jetzt zieh ich mal die Hose aus. Was? Von gestern. Achso. Naja, stimmt. Naja, das sieht nicht so aus, als wäre ein fucking Feuer. Dankeschön, Fancy Deutsch und Game Fresh. Danke für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, Xady. Tobik B und M Deluxe. Ups, jetzt bin ich gegen deinen Stuhl gekommen, sorry. Wie orientiert ihr euch, wo ihr schon wart und wo nicht? Keine Ahnung. Gedächtnis. Moment, hast du die Seelen eingesammelt? Die sind nämlich links hinter dir irgendwo. Was? Die siehst du oben in deinem 3D-HUD. Aber wenn Peter hier gestorben ist... Ja. Du hast die gerade gesehen. Ja, ja, aber der Drache ist doch da gespawnt, oder? Das ist korrekt. So weit seid ihr. Da war links gerade so ein Glitzerzeug. Da. Oh, ich bin direkt neben dem Feuer gestorben. Roffelkopter. Wenn wir jetzt, kann sein, dass wenn wir jetzt die Runen snacken, dass wir dann noch ein Level steigen können. Weil wir ja noch diese 6er-Rune haben oder so. Sind alle Donations auch automatisch spenden? Nein, nein, das ist Trinkgeld für uns, aber wenn ihr auch, wenn ihr Ausrufezeichen together? Ja, Ausrufezeichen together eingeht, dann bekommt ihr den Link für die Sammelpage. 1200. Oder Ausrufezeichen Spende, genau. Alter, wie teuer diese scheiß Level mittlerweile werden. Es reicht um 8. Glaube für das Laserschwert, ja. Aber das bringt uns bei dem Bosskampf ja noch nichts. Ich, also Geschick macht uns auch mehr Damage, ne? Also so ist es nicht. Also entweder Geschick oder Kraft bin ich für. Eben vor Geschick. Ja, okay. Eigentlich brauchen wir dann halt auch mal eine fette Waffe. Wobei, unsere Waffe ist jetzt nicht so scheiße für Geschick. Aber wenn wir so ein Katana finden würden oder so, oder dieses Zwillingsding, dann könnten wir natürlich auch krasser. Ja, das Problem ist, wir haben halt dann auch wieder die Frage, nutzen wir da ja, unsere Materialien, um die aufzurüsten. Also aktuell scheitert es ja so ein bisschen daran, dass wir halt diesen Schmiedestein nicht haben. Wobei, wir haben wieder ein paar gesammelt in der Zwischenzeit. Aber also wir keinen dunklen. Wir brauchen einen dunklen, um den Pflegelauf plus 4 zu machen. Oder sowas. Ja, ja. Wir haben einen von zwei, soweit ich das weiß. Das sollten wir vielleicht nochmal checken, weil wir haben wieso echt jetzt, noch einige Schmiedesteine gefunden. Ah, Jay hat gerade das Uchigatana gefunden. Okay, okay, okay. Das ist nice, da bin ich ein bisschen neidisch, aber hey. Echt? Ja, Uchigatana ist eine nice Waffe. Dankeschön, V-Nitz, für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, dir gefällt's hier. Dankeschön, das Reinchen. Und lappiges, lumpiges Lurch. Ach, Quatsch, für den Resub. Ganz unten links müssen wir, ja, genau. Woher weiß Peter, was das ist? Weil Uchigatana gibt es seit Dark Souls 1. Wahrscheinlich sogar schon seit Demon's Souls. Ja, genau. Demon's das Souls. Ist auch eine Startwaffe tatsächlich. Oh. Ach, der Samurai wahrscheinlich. Okay, wo warst du denn? Ah, hier, was ist eigentlich mit dir los? Oh. Und Dankeschön, Eiernacken, für den Resub. Ich glaube, der Schmied war rechts rum. Okay, dann ist das ja doch lame, sagt Jay. Okay, Jay, bist du ein bisschen verwirrt? Ich finde das auch lame, dass du Ski getan hast. Ja, für Geschick war es eigentlich immer ganz geil. Dankeschön, Erasus, für den Resub. Schmiedestein. 2. Aber wir haben keine Seelen. Jetzt. Wir könnten wahrscheinlich sogar noch 2 Level machen, wenn wir die Seelen hätten. Das wäre auch, das wäre ein Damage-Output-Boost, den wir brauchen. Wo hatten wir denn mal ein bisschen Seelen? Da. Ja, genau, das ist Ushis Katana. Genau, das ist Ushi, den geilen Hahn und deren, ihr Katana.
Wie ist bis jetzt eure Meinung zum Spiel? Ich habe echt das Gefühl, obwohl wir jetzt schon so viel gespielt haben, dass ich immer noch nicht was gesehen habe von dem Game. Nee. Das ist so weird. Das Einzige, was halt neu ist für die Souls-Games, ist, dass du halt so viel Teil erkundest. Also du hast immer wieder Teile, wo du ein bisschen was machst und dann gehst du wieder woanders hin, dann machst du auch ein bisschen und so richtig echt fertig haben wir nichts. Jay hat seine persönliche Meinung ohne Bugs auf 96 jetzt erhöht durch seine Spielzeit. Hat er gerade geschrieben, Open World cooler als ich erst angenommen habe, habe am Anfang an einer blöden Stelle gezockt. Also Jay ist full on überzeugt und am Abspritzen. Ich liebe, also ich würde am liebsten, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich fühle mich halt voll drin in dem Game. Und ja. Ich will halt einfach nur zocken. Nice. Das hat hier gar nichts. Ja, der Schild ist halt hart. Weißt du noch, was wir dafür überhaupt gebraucht haben? So 600 oder so weit, ne? 500 noch, 560 oder so weit, okay, für Level 1. 1300 aus. Ja. Dann haben wir, glaube ich, noch einen, also 1100 brauchen wir. Also ein so ein platzendes Runending haben wir noch. Falls ihr den Boss nicht mehr machen könnt, habt ihr die Chance auf ein geiles Schwert verpasst. Nein, wir machen den Boss ja noch. Oder gibt es... Geiles Schwert. Das ist ja egal. Aber, also das will ich jetzt nicht wissen. Aber ich wollte nur sagen, dass wir den Boss machen. Also sollten wir den nicht mehr können? Ja, ich habe halt so ein bisschen Sorge. Heißt das, es gibt einen Punkt, wo man den Boss nicht mehr machen kann? Das wäre richtig kacke. Also ich fand schon doof bei Dark Souls 3, dass wenn du halt irgendwelche Bosse besiegt hast und bis dahin nicht irgendwie irgendeinen Questfortschritt hattest, konntest du die Quests nicht mehr weitermachen. Weil das hat nur 326 gemacht. Dem okay. Aber so reinzuhauen 700? Hm. Okay. Okay. Also die meisten sagen, den Boss muss man sogar für die Story machen. Also von daher mache ich mir da keine Gedanken. Das ist schon seit Dark Souls, Chris? Hä? Was genau? Verstehe ich nicht. Dass du manche Bosse mit den Questlines... Ja, 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 ich weiß. Aber ich habe zuletzt 3 gespielt. Was anders ist... Oh, das ist fies. Oh. Zu langsam. Oh, nice ausgewichen. Vollkommen gewollt auch. Was anders ist, ist, dass wir kein Signal haben von der PlayStation, Peter. Ah ja, so ist gut. Okay. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Kacke? Ey, weil also ihr habt doch eins, das sehen wir auch. Aber war gerade mal so kurz, so Trollerlol. Tja, wir können leider immer nur so 4 Stunden spielen und dann müssen wir leider eine Zwangspause einlegen. Hat Hanni eingebaut in alle Playstations, damit ich keine viereckigen Augen bekomme. Hat sie mir vorhin verraten. Alter, die geben halt 100. Was anders ist, ist im Vergleich zu anderen Souls-Spielen dieses Gefühl, oh Gott, ich bin jetzt schon so weit gekommen. Wo ist das nächste Feuer? Wo ist das nächste Feuer? Wo ist das nächste Feuer? Wenn ich jetzt sterbe, muss ich mich durch all die Gegner wieder durchkämpfen. Das stimmt. Dieses Angespannte und dann dieses Gefühl, oh Gott, da ist das Feuer endlich. Oh mein fucking Gott. Genau. Das fehlt komplett. Genau. Allerdings habe ich gehört, diese großen Dungeons, oh mein Gott.
Das ist eine Hoba. Ja. Mal verwirrt. Christian müde, Christian schlafen. Okay. Streifen weißen Fleisches, so, das ist wieder zum Kochen. As I was saying, was ich gehört habe, ist diese großen Dungeons wie diese Burg, die nach dem Boss kommen. Ja. Die sollen eigentlich genauso sein wie die klassischen Dark Souls Level. Schmiedestein Stufe 3 mal 3. Das mit dem 3 dahinter, das verwirrt mich immer so ein bisschen, aber hey. Ja, das ist doch gut. Das hier brauchen wir. Die packt sich an die Brüste. Dankeschön. Die Schmiedesteine. Ja, Bock auf Hummerfleisch. Was hängt da an diesem Luftballon? Das haut halt rein. So hast du nicht getrunken. Ja moin, what the fuck? Hat der hinten seine. Der hat hinten seinen Schwanz hochgeklappt, um seinen Schwung abzubremsen. Wie so ein Flugzeugding. Kannst du nochmal in die andere Richtung gucken, einfach weil es mich interessiert. Da hängt nämlich was. Siehst du das? Da hängt einfach irgendwas an so einem Luftballon. Das finde ich weird. Bestimmt Leichen. Was geht denn hier eigentlich mit dir? Okay, dann lass mich wenigstens in Ruhe. Da hängen Leichen an so einem Luftballon. Da hängen wirklich Leichen. Alter, gut predicted, Junge. Aber wir haben keine Pfeile mehr. Ja, doch, auf R2 haben wir noch Pfeile. Aber that's it. Goldene Rune 6. Stark. Sind das Skelette? Oh, lol. Nee. Doch? Lol. Das sind General Grievouses. Das sind General Grievouses. Aber was geht denn mit dem ab? Leute, ist einfach hingefallen. Ja, die stehen bestimmt nochmal auf, aber hier war einer, der. Nee, ich glaube, das sind keine Skelette. Nicht? Nee. Das sind Maschinen oder so eine Scheiße. Oder ich habe keine Ahnung. Puppen? Puppen vielleicht? Kopf der großen Libelle. Achso, das hatten wir schon mal, ne? Ja, ich würde sagen, wir haben genug. Also, wenn der Fall getroffen hat. Aber ich meine, hey. Wobei, der wäre sogar daneben gegangen. Ein bisschen Glück. Wobei, je nachdem, wo der den Kopf hat. Dankeschön, Dominik. Für 15 Euro Trinkgeld. Danke, Dresdi, Lime Green, Piepsi, Rockerin. Dankeschön, vielmals für eure Subs. Das letzte Einhorn. You are right, Chat. Sag mal halt, hatten wir schon goldene Rune 6? Hatten wir vorhin schon, ne? Wie viel hatten die gegeben? 2000. 2000, okay. Well. It's all to say out your arms, then. Dankeschön, Broilers. Vielen lieben Dank für 5 verschenkte Subs. Plus 4, dadurch gewinnen wir insgesamt 7 plus 2 sind 9 Damage, was nicht so wenig ist. Ja, taken. Weil wir, vielleicht kriegen wir jetzt noch auf plus 5 hin. No. Natürlich brauchen wir jetzt. No, wir brauchen ja, warte 4. Mal. Oh, warte mal, über Roderica. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. Wen haben wir denn hier hingebracht? She has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue.
Warte. Wen haben wir hergebracht? Ah, shit. Also auch wenn die mehr wert sind, aber du kannst die nicht runterbrechen. Zumindest nicht einfach im Menü. Erika. Ach, stimmt. Wir müssen dich wieder umarmen, ne? Ja, wir haben der Item noch nicht benutzt. Also wir haben halt das Ding noch nicht benutzt. Hände weg! Ich frage mich, ob wir NPCs hier hinbringen können. Also die NPCs, die wir schon in der Welt gefunden haben. So wie die verzweifelte Frau. Ja, da wollte ich sogar, da habe ich kurz drüber nachgedacht. Die, ah, sieh doch. Zu der wollte ich eigentlich nochmal teleportieren. Greetings. Nice to see you again. My name is Roderica. Roderica. Isn't this place impressive though? The round table hold. Covert quarters of the two fingers. And gathering place of champions who vie to become. Echt Rotkäppchen. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Dankeschön, Piepsi. Erzähle dir. You're telling me I possess some kind of gift? I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first. Will er jetzt bestimmt ausprobieren und stirbt die. Hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the round table hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath. Ich glaube, deren Questreihe wird nicht positiv für sie enden. Habe ich auch das Gefühl, ich sei denn, wir hätten ihr das nicht erzählt. Ja. Aber sie sucht ja nach Sinn in ihrem Leben. Cashbox, ich bin da ganz bei dir. Der Name Die Zwei Finger holt mich immer noch nicht ab. Da bin ich ganz bei dir. Ich fände es auch besser, wenn die dafür so einen Begriff hätten, so wie Twix oder so. Ne? Also nicht Twix. Ja, der Name ist wirklich nicht so cool, stimme ich zu. Talent for spirit tuning. I suppose I should try to hone it. Ja, hone it. Wir könnten noch den NPC aufsuchen, der uns von dem Drachen erzählt hat. Von dem ersten Drachending. Jo. Der ist da unten. Bei da. Nee, der muss hier gewesen sein. Bei da. Okay. Der war unter irgendwas. Der stand unter. Nicht weit weg vom Sumpf, hätte ich jetzt gesagt. Alter, ich muss gerade mal orientieren. Also eher Richtung Sumpf. In die falsche Richtung. 10.000 Euro bei der Spendenaktion sind erreicht. Ah ja, da drunter, das kann gut sein. Ja, mega geil. Vielen lieben Dank, falls ihr da auch mit unterstützt habt. Das ist ziemlich cool. Oh, stimmt, der steht da drunter, du hast recht. Sehr gut. You must not forget though, those who partake in Dragon Communion. Ja, okay, nee. Das hat er uns schon gesagt. Strength of a mighty is no surprise that Dragon Communion. Das ist belastend. Ich dachte, wir könnten dem jetzt hier sagen, guck mal, alter Mann, wie geil wir sind. Aber irgendwie geht das nicht. Ich frage mich, wo wir noch so ein Steinchen herkriegen könnten. Wo waren wir? Was war hier eigentlich? Da war dieser kleine Boss, den hast du dir einmal angeguckt, wie ich den versucht habe, und dann bist du gegangen. Das war diese Kuppel, wo du... Tribal? Ich glaube schon. Ich glaube, der ist Tribal. Gibt aber ein näheres... Ah, egal, kannst du auch reiten, natürlich. Ach jo, da haben die sich hier ein bisschen gestritten.
Wie viele Seelen hast du dabei? Nicht so viele, oder? Okay. +2000. Ja gut, ich glaube, da kommst du jetzt nicht mehr raus, ohne die Seelen zu verlieren. Oder den zu besiegen. Oder meinst du, man kann sich wegteleportieren? Oder ich port mich einfach. Ja, okay. Dann sollten wir vielleicht noch ein Levelchen steigen. Ja. Oder uns Sachen kaufen. Wir wollten bei der einen relativ viele Sachen kaufen. Die hatte ein 100% Schild, weil ich grundsätzlich nicht so scheiße finde. Ja. Das war, glaube ich, 1500 oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Das war ziemlich... Weißt du noch, welche die eine war? Ja, in dem Hub. Die mit den zwei Köppen. Ach ja. Die hatte so ein, zwei Sachen, die wir, glaube ich, gerne haben wollten. Okay, wo war Tukop-Tante? Die war irgendwo hier und dann da, ne? Ja. Oh, wir wollten ja auch Wunder kaufen und ausüben, wir Dullis. Das wollten wir ja auch. Ja, da sehe ich aber aktuell halt nur den Schild. Ja, wir könnten halt alles poppen, was wir haben. Und uns beides kaufen und noch ein Wunder vielleicht. Ja, muss auch nicht. Aber wir haben ja extra Money in Faith investiert, wa? Scheiße, wir kommen auf große Last. That is bad. Da brauchen wir dann doch Endurance. Oh, passt. Okay, wo war Prophet, ne? Mhm. Der kann uns die Zauber zumindest verkaufen. Das sind alles so Riesis und Vergiftung heilen, das war zurückweichen und das war eher so angreifen. FP kosten 11, ist aber echt nicht viel, das heißt, das kannst du ein paar Mal machen. Wollen wir uns heilen oder wollen wir austeilen? Feuerball Junge wäre jetzt so meine Herangehensweise. Oh, guck mal, da können wir uns immer noch. May the Golden Order. Wir müssen halt noch diese Insignie da kaufen. Stimmt, die hat 800 gekostet, ne? Mhm. Okay. Passt. Heilung an sich ist auch nicht verkehrt. Aber dann können wir das Drachending, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Da könnte man nur zwei Sachen aktuell mitnehmen. Zwei Zauber. Dringende Heilung oder Heilung? Wie haben wir denn? Geil, uns fehlen 61, dass wir uns die Heilung holen können. Dann geht halt nur dringende Heilung. Die geht wahrscheinlich auch schneller. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ist auch nicht verkehrt. Wir haben ja bisher halt auch null in Mana und so investiert. Das, ne? Stimmt, die kostet halt auch 32. Ja. Dann, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. 68, ah doch. Das stimmt. War das? Jolly. Du sagst noch, wir können nur einen Zauber mitnehmen. Jetzt haben wir Heilung und Feuerball. Nee, wir können beide mitnehmen, wenn wir auf das Drachending verzichten können. Bei dem Bosskampf beispielsweise würde ich lieber die zwei Zauber mitnehmen, anstatt den Drachenkopf. Alles durch. Scheiße.
Müssen wir nur noch die Zauber hinzufügen. Kann man das kann nicht, nicht benutzen? Nee, du musst, glaube ich, vom Tisch stehen. Nicht drauf. Jetzt gucken wir mal, nachdem wir den da wegkloppen und der uns irgendwas Geiles gibt. Weißt du, geh nochmal ganz kurz an den Ort der Gnade und guck mal, ob wir irgendwas haben, was unseren Flegel noch geschickslastiger machen würde. Bei den Kriegsaschen. Ja. Pflege plus 4, der macht Stärke, Stärke. Der macht beides C, was uns aber nichts bringt. Und der macht Weisheit. Und der macht Weisheit. Wir haben halt nur Crap gefunden. Wir haben halt bisher nur Stärke und Quality ein bisschen gefunden. Achso, ja, warte mal, stimmt, wir haben jetzt noch ein Schild. Sieht solide aus. Ja, würde ich auch sagen. 100er Schild. Nach wie viel Stunden? Schon eine Ansage. Okay. Das geht relativ schnell. Okay, so weit kommt man nicht. Komm ich gerade, kann man auch einfach mal so. Ja. Ah doch, kann man. Kannst du gedrückt halten. Kannst du mal gedrückt halten, bis dieses Aufploppen da kommt. Bewegende Ziele sind eher so ein Nett. Haben wir denn noch 3 Markierungen? Ah, das ist nur die Nummer 3. Na, okay. Den hauen wir jetzt weg. Im Vergleich zum letzten Mal, als wir hier waren, sind wir schon deutlich stärker, würde ich behaupten. Dankeschön, der Echte. Ein neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Tim Telligent. Vielen Dank euch. Okay, der Schaden ist nicht scheiße. Okay, der geht ziemlich riot. Aber nicht unendlich. Oh mein Gott. Ich würde aber also sagen, der ist ganz gut. Ja. Ist aber auch dementsprechend schnell. Also. Ja. Und selbst wenn du blockst, geht halt die Blutung hoch. Okay. Scheint mir jetzt erstmal nicht unmöglich. Beste Neuerung, dass man immer direkt bei den Bossen spawnen kann. Das ist einfach so awesome. Der hat einen langsamen Angriff. Ja, den habe ich gerade. Oh, noch einer.
Das war fucking lucky. Okay, der triggert den aber auch instant, ne? Dann denkt er sich, okay, dann gehe ich aber auch mal direkt in den, in der Sekunde, wo ich gedrückt habe, kommt der angepusht. Ja, die Bosse werden getriggert durch, du trinkst jetzt mal eine Runde. Ja, genau. Ja, okay. Oh, was ist das denn jetzt? Was ist wieder losgerannt? Du Ficker. Man kann leider nicht über alles drüber springen. Alter. Wenn er einen aber dann einmal unter Druck setzt, will er auch wirklich unter Druck setzen. Ich sehe einfach noch keine Möglichkeit zu trinken. Ich habe keine Möglichkeit gesehen zu trinken. Ich wollte gerade fragen, wo wolltest du denn hin? Ich wollte einfach nur weg. Ich wollte einfach nur den hinhalten und gucken, dass ich irgendwo mal eine ruhige Minute habe. Ja, aber die kam irgendwie nicht, sondern er hat einfach nur gepusht. Das war hart. Ich habe auch versucht zu blocken. Geisterbeschwören können wir da nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, ich meine, das könnte sehr gut sein, dass das nicht geht. Können wir gucken. Ich meine, das haben wir schon festgestellt, als wir letztes Mal hier waren. Nein. Aber was ist denn, wenn ich schon mal. Ja, das ist gut. War immer noch knapp. Ja, aber das ist doch schon mal ein Opener. Das war zu früh. Das war ein Dreier. Ja, in der Animation muss man dann trinken, das ist gut. Der war nicht getriggert. Ha. Der Blutverlust ist halt insane. Also das macht halt echt viel Damage. Er kassiert aber auch ordentlich. Also. Ja, ja, der kriegt auch gut. Jetzt können wir jedes Mal bei diesem Pfeil. War ich nur zu ungeduldig. Ich wollte eigentlich ausprobieren, ob wenn du den dreimal triffst, ob der blutet. Ja, okay. Das ist doch mal gut herauszufinden. Also wenn du mit dem Zaubern anfängst von diesem Feuerball und feststellst, also ne, wenn du feststellst, da passiert was, und du fängst an, dann meine ich, kommt es knapp hin. So. Hast du gedrückt gehalten? Das war jetzt frech. Bei mir hat er sich halt nicht teleportiert. Ah, okay. Der Versuch war jetzt leider nicht so gut. Jetzt bin ich sogar zu früh weg.
Naja. Hallo, ich hab schon lange auf Trinken gedrückt. Der wird auch nicht gestaggert, der Ficker. Margit ist noch nicht down, Löwe-Clown. Das hat sich gereimt. Hm? Das hat sich gereimt. Stimmt, Perry könnte man noch versuchen. Uff. Ja, ob es überhaupt geht. Also könnte ich mir aber vorstellen. Oh, ich mach mal einen Ausweichen-Try. Jetzt, wo wir so gut in den Schild investiert haben, kann man das ja mal machen. Kannst du auch loslassen, ne? Alter, du willst mich halt komplett verarschen, du Ficarino. Okay, läuft gut bisher mit dem Ausweichen. Nein, keine gute Idee. Also ich hatte überlegt, bei den Dreierschlägen die ersten zwei zu blocken, den dritten auszuweichen, dass du nah an ihm dran bist. Hm. Aber das hat bisher auch nur so semi-gut funktioniert. Ja, der hat ein übles Moveset, ey. Er ist halt auch wieder sehr schnell, ne? Du hast wenig Ruhe. Was ich halt abgefahren finde, ist, bisher haben die alle viel Schaden gemacht und sind schnell. Also nicht irgendwie ein großer Riese, der irgendwie so viel Damage macht, aber eine Zeit lang braucht, bis der halt mal zuschlägt, sondern die sind alle schnell. Fuck, ich war zu weit weg. Oh, war der Dreier. Was war das denn? Der hat noch so eine Kralle. Diesen Rand zu kämpfen ist gar nicht so. Aber du hast okay, immer vier Treffer, aber kein Blut. Kein Blut oder sowas. Wenn du auf dem Rand kämpfst, er steht oben, du stehst unten, ja, schlägt der manchmal zweimal drüber. Drüber, ne? Ja, genau. Gibt es bei dem Spiel verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl? Nein. Das sieht echt frustrierend aus. Oh, nicht wirklich. Wir haben noch nicht mal alle Angriffe gesehen. Den Krallenkram habe ich gerade irgendwie zum ersten Mal richtig registriert. Ah, das war okay. Ja, man kann halt schon früher anfangen, ne? Ja, du kannst halt früher loslassen. Moment, falsch rum ist das jetzt hier. Zweiter Schlag hinterher. Aber nice. Oh, ich sehe jetzt erst, dass die Seelen jetzt hier drin waren. Da war zu früh.
Motherfucker. Fühl trifft er halt jeden zweiten Schlag spätestens. Ja, so eine Scheiße, ey. Mit dem muss man echt tanzen, ey. Aber warte mal. Also, ich glaube, das war der 69. Tod. Nice. Oder sind die da drin, wenn wir die draußen nicht einsammeln? Ja, das kann natürlich auch sein, dass ich das einfach vergessen habe. Da war ein Stacker. Man muss quasi das komplette Moveset von dem auswendig kennen. So bitter. Also, dieses nochmal hochspringen. Warum sind die Bosse alle so schnell in diesem Spiel? Er ist echt hart. Fangt niemals Battler an in diesem Spiel, Leute. Ich glaube, wir haben auch Unluck mit den Drops bisher. Also, weil. Was für Drops? Ja, weil wir halt noch keine. Also, wir hätten, wenn wir auf Stärke gegangen wären, zum Beispiel, einfach nur auf Stärke. Wir wären als Battler angefangen und auf Stärke gegangen. Würden wir so viel mehr Damage rauskloppen. Warum? Weil wir zum Beispiel eine A-skalierende Keule haben, eine A-skalierende große Keule. Wir haben verschiedene Kriegsaschen, die deine Waffe zu einer Stärkewaffe machen. Und das haben wir halt alles. Ja, sehr gut, Chat. Dankeschön. Ja? Die 60%. Achso, gestaggert war der übrigens, als ich dem genau gegen die Rübe geschlagen habe. Von vorne. Scheiße, ich wollte jetzt auch mal ein paar Mal. Nee, das war nicht die Anzahl der Schläge. Ich habe dem genau gegen den Kopf geschlagen. Einmal. Nee, ich meine, um nochmal auf Blutung zu hoffen. Scheiße. Ja, also dieses nochmal hochspringen, das ist der Asimo 5000. Das ist halt wie ein Konter. Er macht halt drei Angriffe. Dann glaubst du kannst zuschlagen, aber wenn du zuschlägst, Dann macht er wie ein Konter. Komm her, du Ficker. Ja, alles cool, alles cool, alles cool. Keine Aus. Ja. Nicht gierig werden. Ja. Belastend. Das war super knapp. Das war leider sehr knapp. Aber ist drin. Ja, auf jeden Fall. Ist drin. Ja, Ficker. Zweimal hast du dem eine mitgegeben. Das ja. Ja. Der steckert warm. Der letzte war strange. Der Angriff, den habe ich falsch eingeschätzt, wo er mich erwischt hat. Du hast den, also... Was mir, also wenn er diese drei Angriffe macht und du dann draufhaust, dann hat er meistens irgendeinen Konter dagegen. Entweder dieses spiralige Hochspringen und dann runterkommen. Mhm.
Oder wenn er wegspringt, haut er auch nochmal zu. Also er haut zu und springt in dem Moment weg. Mhm. Und du bist... Entweder bist du dem ausgewichen, indem du ihn gerade jedes Mal von hinten links geschlagen hast. Weil da bist du immer hingegangen. Ja. Oder du hast dich einfach in jedem Moment immer perfekt weggerollt. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob das wird mit der ja, ich finde den Sprungangriff kann man ganz gut wegrollen. Also selbst wenn du noch in der Hit-Animation ist, das Hochspringen von dem dauert so lange, dass wenn der beim runterkommt, kannst du schon wieder rollen. Finde ich. Ja, beim Runterkommen musst du ja spätestens wieder rollen. Ja, genau. Aber das geht. Das Geile ist, das macht halt den Anschein, als würdest du einfach mal da hinlaufen können, um den auf die Omme zu hauen, aber... Ja, das stimmt. Wenn du so viel Damage gemacht hast mit einem Zauber. Ja, warte mal. Oh, fuck. Ja, wird er instant getriggert dadurch, der Ficker. Ich hab geblockt. Nice. Von links... Ich hab geblockt, kriegt er einen. Und jawohl. Da kannst du sogar auf den drauf rollen, theoretisch wieder, wenn du es gut timest. Musst du gar nicht nach hinten. Das war zu früh. What? Alter. Ja, der Blutverlust hat den Rest gegeben dir. Belastend. Den machen wir jetzt fertig, den Ficker. Wahrscheinlich gibt es dann wieder eine Kriegsasche, die unsere Waffe zu einer Stärkewaffe macht. Ja, die Kriegsaschen, weiß ich, Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch noch nicht so viel mit anzufangen. Die Fähigkeit fand ich bisher noch nicht so geil. Ja, das Wichtigste ist für mich, dass du die verändern kannst, womit die skaliert. Also genau. Vielleicht können wir die Keulewaffe zu einer Geschicklichkeitswaffe machen, so nach dem Motto. Also ich meine, so ein 193er Angriff am Anfang für Noppes ist halt schon mal ganz nice. Chill. Springen. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem Blutung. Ich glaube, je weiter du von ihm wegrollst, desto eher triggert ihn das, näher ranzukommen. Na, hast du recht. Also bisher haben wir den Versuchen immer gut damit gefahren, einfach zu ihm zu gehen. Da hast du recht. Komm, spring. Häufig kannst du dem da auch zwei reindrücken. Aber nicht immer.
fand es erstaunlich, muss ich sagen, wie er die ganze Zeit auf diesen schnellen Angriffen ist und in den letzten immer die Verzögerten gemacht hat. Ja, der immer hat nicht einmal mehr diese Moveset gemacht, dieser kleine, miese Ficker. Du hast eigentlich nur darauf gewartet, dass er diesen Standard-Dreier-Angriff macht und wo er dann eventuell springt oder nicht. Ja. Dann war er weg gewesen. Okay, vielen lieben Dank für einen Raid, der gerade passiert ist. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen gerade Dark Souls. Elden Ring. Das ist quasi Dark Souls. Und versuchen uns an einem ziemlich heftigen Boss. Wir spielen endlich wieder, nachdem wir heute Mittag irgendwie mal 5 Stunden Pause hatten. Wie ihr seht hier, läuft aktuell so eine Aktion Together. Oh. Wo verschiedene Streamerinnen und Streamer Geld sammeln, um den Betroffenen in der Ukraine zu helfen. Dafür bitte auf Better Place gehen oder Ausrufezeichen Spende in den Chat schreiben. Oh, schön. Okay, das war blass. Diese langsame, also wie gesagt, ich komme in keinem Souls-Teil auf diese verzögerten Angriffe klar. Mhm. Bei keinem Boss, die treffen mich jedes Mal. Weil da springe ich jedes Mal drauf an. Sobald die zucken, fange ich an zu rollen. Wenn er dann nur zuckt, um auszuholen und dann sich und zu überlegen. Dann erst. Ah ja, du bist jetzt fertig mit Rollen. Das klappt bei mir immer. Kein guter Start. Alter, what the fuck? Wenigstens hat er dich danach kurz in Ruhe gelassen. Hätte ich trinken sollen lieber. Aber bei Mai jetzt. Der ist aber am. Also gestaggert wird er vor allen Dingen nach dem Sprung, wa? Mhm. Aber manchmal ist er nach dem Sprung auch instant wieder weg. Ich frage mich, so wie du dich bewegst, nach dem beim Sprung von ihm, ob du überhaupt rollen musst. Na, das weiß ich nicht. Guck mal, wie er instant wieder weggesprungen ist, der Ficker. Mhm. Ach, da, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Das kann nicht wahr sein. Ich habe den nicht richtig erwischt. Das ist schade. Damage war gut. Ich darf nur einmal schlagen. Also, selbst wenn ich ihn gut erwische, ein Schlag ist Maximum. What the fuck? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh Scheiße, ich habe ja gar keine mehr.
Ja, okay, dann müssen wir jetzt machen. Also der war gerade zweimal gestaggert, als du ihn von hinten gehauen hast. Und ich habe das Gefühl, irgendwann ab einem Punkt, wo er wenig Leben hat, fängt er an, nur noch diese stärkeren Angriffe zu machen. Irgendwann wird er schwieriger, das ist echt belastend. Aber der ist richtig geil. Ja, er ist richtig geil. Macht er auch selten den Krallen-Move. Zu früh, ich spring mal zu früh weg. Blutverlust ist ein Arschloch. Ich spring immer zu früh weg bei diesem Ding, das gibt's doch nicht. Das ist ein bisschen tricky. Das ganze Thema im Chat ist wohl ziemlich Richtung Ukraine gegangen. Also ihr könnt euch da gerne informieren auf der Better Place Seite. Hier ist gerade eher so Gaming-Stream angesagt. Und eine Möglichkeit, um den Leuten ein bisschen Ruhe und Ablenkung zu geben. Also wir spenden gerne dafür, beziehungsweise sammeln gerne dafür Spenden. Aber würden uns freuen, wenn das jetzt nicht durchgehend thematisiert wird bei uns im Chat, weil es, wie gesagt, dafür gedacht ist. Hier sind halt Quellen sehr schwierig nachzuvollziehen, außer ich habe gelesen oder gehört. Ist auch nichts, was unbedingt in einem Twitch-Chat diskutiert werden muss, während wir einen Boss legen, meiner Meinung nach. Also wow, okay, ich dachte, ich hätte Kreis gedrückt, aber hab's nicht. Das war fail. Habe ich auch gelernt jetzt bei dem Angriff. Das ist belastend. Gar kein Bild mehr. Du hast keinen Schaden bekommen. Okay, let's go. Das ist eigentlich ein guter Angriff, weil dann können wir den... Ah, ist okay. Haben wir noch vier. Nice. Bitch! Oh, sehr gut. Bitch. Ja, obwohl zwischendurch einfach mal dein Bild weg war. Moment, passiert halt hier nur kurz. Weißt du, nicht so wie im Airbnb. Holy shit, Alter. Ich dachte gerade, das sieht so gut aus. Du hast so viele Fiolen und dann einfach.
Das war jetzt eher so belastend. Das stimmt allerdings. Gott. Aber ich glaube, wir haben eine geile Waffe bekommen. Also wir haben zumindest eine Waffe bekommen und wenn die jetzt nicht geschickt ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, können wir nicht tragen, weil die 18 stärker ist. Ja, die skaliert aber 10 mit Geschick. Ja, das ist aber eine Quality-Waffe, würde ich dann sagen. Meinst du? Bei 18 Stärke ist schon recht viel. Ein groß krummes Schwert mit geschwungener Klinge der Bluthundritter. Diese furchtbare Waffe ist bei Angriffen aus der Luft absolut tödlich. Also das Moveset können wir uns natürlich trotzdem mal angucken. 18 Stärke ist nicht viel. Ja gut, wir haben 10. Ist das überhaupt das korrekte Moveset, wenn wir die Dingens nicht erfüllen? Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall schon sehr schwungvoll, sag ich mal, ne? Hier jetzt die Weapon Art. Oh, das kenne ich! Ja, das ist dieser, den Move, den er weggemacht hat. Das kenne ich aus Dark Souls 3. Das ist doch das Schwert der... Die Typen, die sich die ganze Zeit selber töten. Und immer wieder selber töten. Haben die nicht einen ähnlichen Move? Ja, aber ist das nicht sein Ausweichmove gewesen, nur dass er weiter weggesprungen ist? Ja, das kann natürlich sein, vielleicht. Abyss-Watch, das dachte ich. Nee, aber ist wohl nicht korrekt. Ja, schade, ey. Dafür haben wir zu wenig Stärke. Ja, das ist nichts für uns. Aber den Boss haben wir geil gelegt. Da haben wir nach und nach uns rangetastet und irgendwann haben wir es hingekriegt. Was ist denn jetzt der Scheißflegel? Kaputt. Da. Junge, Junge, ey. Okay. Haben wir noch viele? Wir haben gar keine mehr zum Ploppen, ne? Was suchst du? Ne, diese Runen zum Ploppen haben wir gar nicht. Viele haben wir von dem jetzt nicht bekommen. Den haben wir im Endeffekt auch nur für seine Waffe gemacht, ne? Also was anderes war da nicht mehr, oder? Das ist korrekt. Okay. Soweit ich weiß. Ich glaube, wir können da jetzt auch gar nicht mehr reingehen. Okay, ein paar Leute haben... Es schaukelt sich, glaube ich, gerade ganz schön hoch. Und ich werde das einfach gekonnt weiter ignorieren. Was ist denn da los? Ein paar Leute sind wohl ein bisschen verwirrt, aber die wenigsten, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Wir hatten hier noch ein ganzes Gebiet, Christian. So hier, weißt du, auf dem Weg zum Boss, ja. Wo wir uns gar nicht weiter umgesehen haben. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Da ist vor allen Dingen noch so ein Ding, ne? Ja, da ist noch so ein Ding, das ist absolut korrekt. Kannst natürlich auch hingehen. Aber es ist eine ganz gute Idee, mal vielleicht eine Zeit lang... Ja, Cookie, du kriegst das hin. Im Zweifel machst du einfach ein bisschen Icons only. Ja. Ach, guck mal. Also ich habe es bisher immer sehr vermieden, mich öffentlich zu dem Thema zu äußern, weil ich dafür einfach keine Quelle bin. Dass Krieg halt Kacke ist, dürfte klar sein. Aber ich kann euch nicht erzählen, wie die Hintergründe dafür sind oder so. Ach, wir haben uns da, also viele von uns haben sie uns da auch sehr klar positioniert im Podcast schon, auch auf Twitter. Man muss jetzt nicht durchgehend nur darüber reden, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist sogar ganz sinnvoll, mal einen Schritt zurückzugehen und deswegen, die Info was Gutes ist da, zu tun. Dass ihr halt spenden könnt. Das geht ja auch nicht an uns und wir spenden dann an die, sondern bitte spendet da direkt. Ja, genau, direkt bei Better Place. Und fertig ist die Kiste. Wir können halt nicht 24/7 darüber sprechen. Nee. Daran gehen Menschen kaputt. Ich lese da auf Twitter schon so viel Blödsinn zu, dass ich Twitter dahingehend gar nicht mehr benutze. Korrekt. Chat, lasst euch nicht so triggern. Lasst die Leute einfach. Alles gut. Wer halt meint, irgendwie über dieses Thema sprechen zu wollen, kann den Stream ja gerne wechseln. Ja, genau. Also das ist ja ein Dark Souls Stream. Das ist kein Problem. Ich verstehe halt nicht, wie man in einem Stream bleiben kann, wo einem das nicht gefällt, was gerade läuft. Also.
Also. Waren wir denn in dem anderen Ding überhaupt drin? Nein. Ach, Code, Peter. Du hast Code eingesammelt. Ja, ich möchte trotzdem die Beschreibung dazu lesen. Okay. Ja, wenn ich schon mal Kacke finde, will ich auch wissen, was das für eine Kacke ist. Jemandes golden schimmernder Code. Material zur Herstellung von Objekten, oft in Wäldern, bla bla bla. Goldschimmernder Code ist eine sehr stabile Substanz. Er trocknet nicht aus, er kaltet nie und verliert niemals seinen typischen Duft. Er bleibt wie er ist, auf Gedeih und Verderb. Okay. Der geile Code ist am Schlüssel und kann auch nicht verändert werden. Haben wir gerade irgendeinen Gegner getriggert? Ach, ein Wildschwein. Das wollte sich tatsächlich mit uns anlegen. Na gut, ja, der Bock, der hat uns doch auch schon mal Damage gemacht. Remember mich an was. Hier ist noch Network Test Time. Er hier ist doch wach geworden, oder? Ja, genau. Cookie, 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 damit du dich da nicht irgendwie jetzt sonst für was entschuldigen musst. Was war? Aktuell habe ich meine 5 Cent zu dem ganzen Ding gesagt. Ich will jetzt auf Klo gehen. Ah, solange ich da bin, haben wir Emote Only. Fertig. Halte durch, Kuh. Easy. Ich bin ja mehr Freund von Sub-Only statt Emote-Only. Finde ich ja immer schöner. Ja, ich habe gerade mein Emote-Only. Haben wir für den ein Item gekriegt? Ich glaube fast nicht. Wäre eigentlich mal angebracht gewesen, meiner Meinung nach. Aber sehe ich jetzt hier auf Anhieb nichts Neues. Tja, Chat, kann er jetzt nicht sagen, ne? Jeder ist derjenige, der nie Submode möchte. Doch, doch. Immer gerne. Achso, links. Hier direkt links. Also nicht links, links, sondern gegen... Ja. Nee, das ist Schlafzimmer. Das ist Badezimmer. Dankeschön, M. Deluxe, für das Verschenken von 5 Stufe 1 Subs. Sternenlichtsplitter. Guck mal. Oh. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Oh, dankeschön, Broilers, für das Verschenken von 5 Stufe 1 Subs. Vielen lieben Dank. Ha. Aber das ist etwas, was man verbraucht, ne? Das ist ein Verbrauchsgut. Aber dadurch, dass das hier oben drin ist, ist das vielleicht... Kriegt man das wieder, wenn man das verbraucht? Oder bleibt das für immer weg, wenn man das verbraucht? Nein, so wie die Bodi wahrscheinlich, die auch immer wegbleiben. Ach, können wir ja eh nicht antworten. Naja. Ich werde schon herausfinden. Ich kann es ja jetzt einfach mal mitspritzen. Es ist einfach weg. Muss ja nicht sein da, ne? Irgendwo wird schon eine gute Geschicklichkeitswaffe sein. Irgendwo, lieber Chat. Irgendwann werden wir sie finden. Wie viele? Wir haben 3700 Seelen. Das reicht nicht, ne? Wir brauchen 4500.
Nee, ist halt wieder so ein Ding. Weil da werden wir ja instant wieder auf die Fresse kriegen, ist so ein bisschen das Problem. Weil da unten ist einer gestorben. Wie viel gibt ihr nochmal an? 39. Auch nicht wirklich der Rede wert, wa? Herr Wolf? 66. Er braucht doch noch länger. Ah, hat wieder nichts gegeben. Kann aber auch nicht sein, dass du jetzt so brutal hier bist. Erste Chatnachricht eines Zuschauers. Emote. Nice. I like it. Gute erste Nachricht. Sind wir schon bei 4.300. Weitschuss-Talisman. Ein neuer Talisman. Erhöht die Schussweite für Bögen. Ah, okay. Ah, ist okay. Hundert Runen brauchen wir noch. Dankeschön, Jod, für den Resub und Chrisadr. Und Seirutz. Und der Brockenhusten und Prometheus und Kapot. Vielen Dank euch allen. So, dann können wir jetzt hier nochmal Epkes den hier umnocken. War da nicht. Wir können ja mal wieder Richtung. Da sind noch Wölfe. Wir bringen ja auch noch was. Oh, den habe ich aber aus dem Leben gehauen. Und schon aber 4600. Perfekt. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal hierhin teleportieren. Und. Ein Level steigen. Und dann können wir den anderen Boss probieren. Schön auf 20 Geschick schon mal hoch. Dankeschön, JX. Auch. Ignorieren wir mal die Wolfskiss. Der Große dürfte hier auch nicht gespawnt sein. Ich weiß noch nicht, wie ich die ich den heutigen Stream auf Pietsmeet TV hochladen soll, ey. Das wird ja auch nochmal was. Heute ist ja so viel Kram wieder passiert. Mal gucken, ob wir morgen einen Stream hinbekommen, ohne da tausend Sachen umgebaut werden müssen. Oh. Der hat mehr Leben. Oh.
Der macht sehr gut Damage. Der macht sehr gut Damage. Aber ein ganzes Stück mehr als der andere. Und wir machen sehr wenig Damage, muss ich sagen. Leider. Dankeschön, Don Robson, für den Resub. Okay, der sieht aus wie... Dankeschön, Nikator. Christian hat euch Freiheit gewährt. Ich bin wieder da. Der ist langsamer. Aber der hält unfassbar viel aus und macht unfassbar viel Schaden. Also den kriegen wir nicht gestaggert, fürchte ich. Der scheint auch zwei Angriffe, also den Angriff und den mit dem Schild zu haben, der dich staggert. Ja. Dürfte aber eine geringere, eine geringere Giftabwehr haben, Blutungsabwehr haben. What the fuck? Maxim hat hier für fast zwei Stunden gebraucht. Ja, okay. Der König hat sich nochmal zu Wort gemeldet, wünscht uns viel Spaß und viel Spaß beim Zocken nochmal mit einem ordentlichen Trinkgeld. Ganz herzlichen Dank dir, der König. Dankeschön. Das war jetzt ganz schön krass. Vielen lieben Dank. Parieren dann einfacher, ja, das kann natürlich sein. Echt? Also gute Nacht, der König. Schlaf gut. Problem ist bei solchen. Oh, wie das denn der Item? Wow. Problem beim Parieren ist halt. Wenn du verkackst, kriegst du halt richtig einen auf die Murmel. Spawnt der direkt oder muss der auch so? Der muss genauso. Also wir können die gleiche Feuertaktik fahren wie vorher auch. Dankeschön auch Löhan. Hallo und herzlich willkommen. Ein neuer Sub. Sei gegrüßt. Wow, wie oft soll ich den parieren? 20 Mal? Okay. The fuck, Alter. Ja, dieser Standardangriff. Aua. Okay, da musst du nach links oder rechts rollen. Standardangriff scheint zu gehen. Nimm mal dein Schwert einhändig. Also der Standardangriff ist okay. So, wenn er einfach nur so zuhaut. Dann kannst du wirklich einfach in dem Moment auch versuchen zu parieren, wenn er zuschlägt. Aber alles andere... Aua. Aber wie wenig Damage der da bekommt, ich dachte... Also, ein bisschen mehr als so. Also zumindest so wäre okay. Aber den musst du wirklich häufig parieren. Ja, ich glaube, das probiere ich gar nicht, ja. Das wird eh nichts. Peter denkt sich in Linien. Das ist korrekt. Peter denkt sich um Runden. Okay. Okay, vielleicht ist aber Christians Taktik in dem Fall die viel bessere. Ist nur so eine Idee. Ja, aber wie gesagt, guck diesen Lebensbalken an. Also. Mhm. Ich habe den zwei- oder dreimal pariert und der war ja noch nicht mal ansatzweise Richtung Viertel Leben weg.
wie du den immer am Weg machst und ich nie die Runen einsammel. Achso, ja, es sind halt 39. Ja. Also. Mehr Feuer. Was? Hm. Ach so, Quatsch, wir haben ja die Zauber gar nicht. Ich dilli dulli. Oh, warte mal. Ja, das Problem ist, warte mal, können wir das bei der Objektherstellung machen? Bei den Dingern, die habe ich halt bisher noch nie benutzt, weil wir halt immer nur eins davon haben. Ja. Ich würde halt sagen, den können wir benutzen, wenn wir in den unteren 10% mal angekommen sind bei dem Boss. Ja, aber das dauert bestimmt, also in den früheren Teilen hat es immer eine Ewigkeit gedauert, sich das Ding über das Schwert zu ziehen. Und nee, aber dann weißt du, du bist so gut, dass der nächste Try dann dein letzter sein könnte. Ah, okay. Weil ich würde sagen, so weit sind wir noch nicht. Wait. Ach, lol. Wow. Warte mal eben. Nein. Ja, du Dash? Bin ganz deiner Meinung, ich glaube, DLDU in Elden Ring könnte fucking awesome aussehen. Eben weil du durch die Open World dann ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen hast. Ich weiß gar nicht, ob du das vielleicht mitbekommen hast, aber wir haben jetzt tatsächlich eine Flasche mehr. Wir haben jetzt 6. Das wird direkt bestraft, wenn er wenn er am Boden liegt, kriegst du direkt einen rein. So geht das nicht. By the way, wer steckt eigentlich hinter Together? Das kannst du dir durchlesen. Hoffe ich. Ja. Auf der betterplace.org Seite. Ich kann da nochmal drauf gucken. Ich hatte da heute Mittag mal drauf geguckt. Ich hab Jays Wunsch nachgefolgt. Das wird schon was Vernünftiges sein, gehe ich mal aus. Einem Jonathan vertraue ich da. Ja, ich hatte da auch drauf geguckt. Achso, die Creator. Naja gut, ich glaube... Achso, die Creator weiß ich nicht. Die Creator, ich glaube, da können alle Creator drauf verweisen, die wollen. Ja, klar. Also du kannst doch auf einen Link auch bei Better Place verweisen. Genau. Deswegen also, machen wir das so auch einfach nur, um zu sagen, ey Leute, da könnt ihr halt spenden. So, aktuell geht es schon 10 Projekte. Also es hat sich schon verdoppelt. Aber lass Peter mal eben machen. Ja, kannst du ruhig bequatschen. Okay. Also, es geht ums Tierschutzzentrum Odessa, Ukraine. Konflikt in der Ukraine, Nothilfe für die Ukraine. Nothilfe Ukraine, deine Spende hilft, von der Aktion Deutschland hilft. Krise in der Ukraine von Aktion Meteor. Nothilfe für die Menschen in der Ukraine von der UNO Flüchtlingshilfe. Nothilfe für Kinder und Familien in der Ukraine, SOS Kinderdörfer. Prothesen für die Ukraine, Hilfe jetzt für Kinder von der Fritz-Kreuzer-Stiftung. Ukraine-Krise-Hilfe für Betroffene von der Diakonie-Katastrophenhilfe und Hilfe für die Ukraine von HELP, Hilfe zur Selbsthilfe. Das sind die 10. Also ich habe mit geguckt, da waren es noch 5. Aber es ist ja gut, wenn sich das vermehrt hat. Der Typ ist asozial. Kann ich den überhaupt umrunden? Kann ich den backstabben? Eher schwierig. Also Hanni bittet darum, dass wir die Tür schließen. Das mache ich mal eben. Ah ja. Vielleicht mache ich bei uns auch den Ton mal ein bisschen leiser, damit wir nicht das Gefühl haben, die ganze Zeit so laut reden zu müssen. Ich höre dich tatsächlich auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich schon angefangen habe, leise zu reden.
Ich würde dann aber sagen, dass wir gleich die Tür wieder aufmachen sollten, weil sonst ersticken wir hier. Und ich gehe nochmal eben auf Toilette. Okay. Ja, vielleicht ist auch die Nachricht vom Mobot etwas missverständlich formuliert tatsächlich. Wir sammeln Geld mit zahlreichen Content-Creatorinnen. Das stimmt so nicht. Wir weisen auf die Aktion, Geld zu sammeln, hin. Wir selber sammeln nicht. Mann mit Zicken Bruesten hat gerade Abos dagelassen. Vielen Dank. Kurzes Fazit zum Spiel. Ja, also es gefällt mir extrem gut. Was ich ein bisschen chaotisch finde, ist tatsächlich dieses immer mal irgendwo gucken gehen. Dadurch verliert man so ein bisschen den Fokus. Und es fehlt tatsächlich noch so ein bisschen dieses Angstgefühl. Naja. Wofür sind die Steinwürmer? Ich habe keine Ahnung. Mann mit dicken... Ja, ich habe das schon recht. Mann mit dicken Brüsten. Hab ich schon gesehen. Weiß ich nicht, wie lange wir heute machen. Das müsst ihr Peter fragen. Das hängt immer von dem ab. Vielleicht mit dem Storyboss weitermachen. Ja, der war aber auch noch nicht so, dass ich sagen würde, den schaffen wir jetzt. Man kann sich die Themen doch aussuchen, die man interessant findet. Die verstehe ich nicht. Das muss gleich noch zurückfahren. Ja, aber ich gehöre zu den Menschen, die bis 4 Uhr wach bleiben können. Peter eher nicht. Boss bei den Rampen probieren, stimmt. Denn da haben wir nur einmal reingeguckt, der hat uns einmal geschlagen und war direkt tot. Das ist richtig, aber der Weg dahin ist halt, uff. Der war ja nicht so easy. Und hier haben wir halt einen Boss, wo wir 3 Schritte laufen müssen. Oder, was heißt ein Boss, aber, ne? Wisst ihr, was ich meine? Okay, dann wird's nicht. Na gut. Das kann man, glaube ich, nicht so wirklich parieren. Ja, okay. Also nach hinten rollen, wenn diese Dinger aus dem Boden kommen, das ist schwierig. Also kann man dann besser auf den zurollen oder wie machen wir das dann? Das Einzige, also was mir noch aufgefallen ist, ist vielleicht das vom Mover, das ist ein bisschen missverständlich formuliert. Okay. Da steht, wir sammeln mit anderen Content-Creatoren Spenden. Ja. Wir sammeln keine Spenden. Wir weisen darauf hin, dass es Better Place eine Anlaufstelle ist, Spenden dazulassen, die auf die unterschiedlichen Organisationen verteilt werden. Ja, finde ich auch gut. Besser erklärt. Ja, es hat sich ein bisschen hochgeschaukelt. Wir sind jetzt alle wieder ein bisschen runtergekommen, Leute. Alles cool. Ich war vorher schon unten. Ich kann halt nicht über ein Thema aktuell reden, was so schnelllebig ist und ich in den letzten 10 Stunden nichts von mir bekommen habe. Will ich auch gar nicht. Ich will irgendwas sagen. Bei dem anderen hatten wir exakt die gleiche Arena, ja. Schon ein Arschloch. Ich sehe, was du versuchst die ganze Zeit. Immer noch unsicher. Alter, wie schnell er sich auch dreht. Puh. Ich habe noch nicht hingekriegt, den zu backstaben. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Ja, lass uns das einfach mal festhalten und ich versuch's auch mal.
Also der hat halt zwei Angriffe, würde ich sagen, die man gut parieren kann, wenn man parieren kann. Bei diesem Stechen würde ich sagen, besser nicht. Geht halt überhaupt bei einem Stichangriff? Das weiß ich halt nicht. Aber da das Timing finde ich auch ultra schwer. Ich lege euch nahe, das Sumpfgebiet nochmal gründlich anzuschauen. Ja, das haben wir auch noch nicht abgehakt. Da sind wir durchgerusht, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Wo wir den Drachen gemacht haben? Davor würde ich sagen, wo ich dann irgendwann den Teleporter benutzt habe, um direkt zum nächsten Gebiet hinzugehen. Ach, das meinst du? Ich hätte jetzt, wo wir eben diese... Oder das Sumpfgebiet, oh, wo, doch stimmt, wo wir den Drachen gemacht haben, könnte natürlich auch sein. Ja. Habt ihr euch die Ruine beim Sumpf angeschaut? Bei dem Drachen. Aber da waren wir doch drin, da hast du unten den Boss besiegt. Du meinst die hier? Ja, vom Drachen verbrannte Ruine. Oder haben wir da irgendwo in der Ecke irgendwas übersehen? Nein, hier waren wir noch nicht drin. Dankeschön, Kelly! Für 10 Stufe 1 Subs, vielen lieben Dank. Gönnt euch sonst den Süden, der macht sehr viel Spaß, sagt Jay. Ja, okay. Good to know. Jeden anderen Gegner hätte ich gerade gewechselt. Das kann sehr gut sein. Ey. Ich renne jetzt nochmal durch das Sumpfgebiet. Ja, mach das mal. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Wir streamen immer noch. Ey, zweiten... Wir haben irgendwann, glaube ich, 4 Stunden Pause gehabt oder so. Unfreiwillig. Ich glaube weniger. Ich meine, das wäre so von 5 bis 8 gewesen. Ah, okay, krass. Achso, mit dem ganzen Probieren und allem drum und drum? Nee, ich glaube, ich meine, wann wir halt wirklich nicht mehr gespielt haben. Klar, das ganze Probieren, das war ja noch. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das wollte ich aber gar nicht. Ja, wir hatten ziemlich Murphy's Law heute. Karte weiter aufdecken. Ja, nee, uns wurde gesagt, wir haben hier was übersehen. Ja, ich finde sowas, ich dachte nämlich tatsächlich, der Sumpf wäre durch. Hm. Also wenn uns der Chat dann bei sowas sagt, ey, der Sumpf ist nicht durch, finde ich das in Ordnung. Und das bei Invasion, NPCs oder andere Spieler? Bei uns ausschließlich NPCs, weil wir offline spielen gerade. Ja. Oh, reite ich in die richtige Richtung? Ja, ja, so ein bisschen linksiger noch. Ne? Ja. Da ist. Ich frage mich nur, was wir da übersehen haben sollen. Ich meine, wenn da noch ein von dieser einer von diesen Steinen da ist, so, das wäre okay. Das war so ein normaler Reiter da links. Vielleicht ist hier noch eine Höhle oder so. Vielleicht, wo die Krabbe drin war, dass es da irgendwie weiter reingeht. Kann natürlich sein. Strohhut, Junge, vielen lieben Dank für 50 Euro Trinkgeld. Oh, was ist das denn hier? Da kannst du, glaube ich, mal... Ne, kannst du nicht. Da ist zumindest ein Item. Wir haben den Zauber gerade nicht, aber... Also ich meine, halt den Feuerball mal rein. Okay. Also hier wäre der Drachenatem wahrscheinlich jetzt geil. Ja, da hast du recht. Ich finde, so ein Feuerball könnte auch mal mehr... Nimm doch mal das Ding, was wir gecraftet haben. Ah, warte. Was meinst du? Die Feuerbombe. So. Ah, ne, nicht. Also. Das ist was. Oh. Hat auch nicht so viel Damage. Nee, dafür, dass du da halt immer ein Y. Das kommt.
Ich habe nicht nur eine Sache gesehen, nur so, damit ihr nicht direkt wieder geht. Okay, das ist gut zu wissen. Aber meint ihr, also die Frage, die ich hätte, war, meint ihr wirklich die Ruinen, wo wir gerade eben mit dem Cursor drauf waren? Also die auch als Ruinen sind? Okay, wir sind erst nicht vergiftet. Komm, dann können wir jetzt hier auch reinballern. Ja, passt nur auf, die machen aber auch manchmal Damage. Ja, die machen Damage. Wir haben schon mal ein Adernblatt gefunden. Die machen aber gar nicht so wenig Damage, die Kackviecher. Oh Gott, Airbnb, nee. Ich bin gestorben. Ja, die haben auf einmal angefangen, nicht nur zu sprühen, sondern mich auch noch zu Kopfnussen. Und dann bin ich leider dabei gestorben. Nee, also im Airbnb glaube ich nicht. Nee, das machen wir. Also den Stress gebe ich mir nicht nochmal. Genau. Wieder alles abbauen, um dann wieder da hinten aufzubauen. Aus welchem Grund auch? Warum sollte das auf einmal funktionieren? Um dann die Unsicherheit zu haben, dass es nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlicher, dass es nicht funktioniert, als dass es funktioniert. Jetzt lassen wir. So, hier nehmen wir nochmal die Schmetterlinge mit. Den ein. Eigentlich voll gut, dass die immer wieder spawnen, ne? Ja, sonst. Okay, das Item haben wir geholt. Das heißt, da müssen wir auch gar nicht mehr hin. Also ist ja das auch irgendwann die. Ach, das Item haben wir geholt. Was war denn das? Eine Blüte, irgendwas. Adernblüte oder so. Kann sein, dass das neu gewesen ist. Wie ein Matz. Ja. Wie er vor der hergeritten ist, geil. Also ich meine, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Guck mal, die rote Blüte da. Ja. Da, das Adernblatt. Das Adernblatt. Ja. Die Adern pulsieren schwach, füllt das Blut auf und wirkt lebend. Ja. Findet man immer seltener. Wie gute Auszubildende. So, die haben ja gesagt, hier immer, ne, Ruine. In der Ruine? Ich bin in die Ruine. Okay. Das kann ich mir mal hier warm. Vielleicht. Aber unten der Boss, den du gelegt hast. Hinter uns da. Ja, dann, boah. Spielt er jetzt auf dem Holland-Fernseher? Tatsächlich tun wir das, ja, das stimmt. Oh. Der Schild ist natürlich jetzt cool für die Hunde, der blockt halt alles. Da war die Ratte, da warst du drin. Da waren wir auf jeden Fall drin. Da haben wir aufgeräumt. Da ist noch ein Hund. Oh, das ist der Ratte. Ja, komm her. Yannick auf betterplace.org. Ausrufezeichen spenden in den Chat schreiben. Dir den Bereich schon weiter erkundet, neben der Wolfshöhle oder eine um die Ecke stand. Okay, die Wolfshöhle erinnere ich mich. Achso, ja, ja, wir haben den Dungeon gemacht. Ja, ja, ja. Dieser Katzenhund da unten haben wir gemacht. Dieses mechanische Ding oder was? Ja, ja, genau. Ist Elden Ring schwerer als Dark Souls oder trotzdem einsteigerfreundlicher? Ich würde sagen, es ist einsteigerfreundlicher, aber gleichzeitig auch schwerer. Ich weiß immer noch nicht, ob das in unserer Klasse liegt, weil ich mein Gefühl, wenn du dir mal überlegst, wir haben jetzt 18 Kraft, 20 Geschick und der Rest ist noch so ein Und alleine der Vagabund, der hat halt sowohl Kondition, Kraft als auch Stärke. So auf, ich glaube, 16... 14, 10 oder 16, 12, 10 oder sowas. Und damit startest du. Das heißt, theoretisch an der Spielzeit gesehen, hängen wir statmäßig immer noch hinterher. Ja. Also Kailan schreibt, weiß nicht, ob ihr die Ruine gemacht habt oder nicht. Was ich weiß ist, ihr habt wesentliche Sachen und NPCs noch nicht. Sonst hättet ihr nicht ganze Probleme mit dem Boss mehr. Dazu sage ich nicht, alles gründlich absuchen. Ah, okay. Ja, okay. So, hier unten waren noch die Ratten. Ja, doch, da hinten, das haben wir gemacht. Ja, da waren wir. Da hat vorhin noch jemand geschrieben, es gibt aber zwei Eingänge, aber ich weiß nicht,
wo der zweite sein soll. Aber vielleicht sollten wir einfach die Ruinen nochmal durchgehen und das Sumpfgebiet nochmal ordentlich durchforsten. Ist ja natürlich auch ganz schön unübersichtlich. Nein, genau da. Ne, wir müssen nochmal da runter, Christian, glaube ich. Ich glaube, wir müssen nochmal runter. Okili dokili. So, die ganzen Ratten nochmal machen. Mhm. Das war nicht viel. Hello, Red Boys. Die sechste Fiole. Die war da, wo die NPC-lerin vorher war an dem. Oh wait. Ihr benötigt das Pferd dazu. Ach, hier war die Teleportation. Die Teleportation haben wir aber gemacht, Chat. Peter. Ach so, hier werden wir jetzt entführt. Ich wollte gerade sagen, weil die Truhe ist zu. Ja. Benötigen wir das Pferd? An der Oberfläche der Ruine mit dem Pferd. Wir können ja tatsächlich reiten, aber was haben wir da drin? Okay, wir müssen oben nochmal gucken mit dem Pferd. 800 ein Unterschied, ob wir auf dem Pferd sind oder nicht? Weiß ich nicht. Also interessante Mechanik dann. Pferd hat Doppelsprung, vielleicht deswegen. Okay, Chat. Good job. Tja, was kann eigentlich schon passieren, ne? Und hier soll was so krass sein. Geil, die Truhe ist einfach for free. Wenn wir jetzt wieder irgendwo hin entführt. Wenn hat jemand noch gesagt, was ist, wenn die Truhe nur beim ersten Mal teleportiert? Da haben wir jetzt gerade gar nicht geguckt. Das ist richtig. Den Gedanken hatte ich kurz, aber das können wir sofort checken, denn die. Okay, das wusste ich nicht. Das ist natürlich lustig. Geil. Ey, ich freue mich. Ich freue mir den Arsch ab. Das ist ja witzig. Das wird jetzt nur sehr viel schlechter sein. Das ist ja witzig. Lol. Die macht ja nur D-Geschick. Was ist das denn? Das ist halt eine Quality-Waffe. Naja, aber du brauchst nur 10 Stärke. Ein Schwert mit Klingen an beiden Seiten des Griffs. Das ist schwer zu führen, erfordert hohes Geschick. Kann auch einhändig geführt werden. Entfaltet seine volle Wirkung aber erst mit beidhändigen Wirbelangriffen. Ja, dann. Cool. Dankeschön, Chat, für den Hinweis, muss man auch mal sagen. Also es war schon okay, weil da hat jetzt keiner gesagt, ey, da unten ist die Doppelklinge. Ja, genau, das war eigentlich genau richtig. Joa.
Warum denn mit dem Pferd? Ja, dann gehe ich jetzt nochmal zu der Truhe. Einfach um zu bestätigen, dass die als Portal fungiert. Meine Zweifel müssen wir nochmal aus der Höhle rausrennen. Ja, das Portal. Ja, okay. Wenn ich mir aber überlege, wir haben bisher... Man kann dem Nebel wo ausweichen. Ja, wenn du halt wahrscheinlich direkt rollst, weil ich konnte mich ja zumindest noch umdrehen. Ja. Was mir aufgefallen ist, gibt es bei den Truhen eine Kette oder irgendwas, dass man die identifizieren kann? Oh, vielleicht gibt es ja auch gar keine. Weil das ist mir nämlich bisher nichts mehr. Oder meinst du, wenn Fallen dran sind? Entweder oder, aber vor allen Dingen wegen Mimics. Tja, keine Ahnung. So, und jetzt, warte mal, da war ja Richtung Ausgang, ne? Ja, genau. So, ich klaue dir jetzt einfach was. Das haben wir noch gar nicht. Oh, oh. Das fanden die aber auch nicht cool. Oder weil ich nicht mehr Oh, den machen wir aber so gar keinen Schaden. Nee, so nada. Bitte. Okay. Ich dachte, fürs Twin Blade haben wir genug Stärke. Ja, 10 Stärke. Haben wir genau. Also das kann, glaube ich. Hat irgendein Startcharakter weniger als 10 Stärke? Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwelche Zauberer? Ja, das kann sein. Ja, okay. Noise. What's the plan? I go to the Smithy. Ah, du bist so überzeugt von der Waffe, die wird direkt aufgewertet? Ja, zumindest mit den Billo-Steinen. Ich habe gerade mal versucht zu googeln, ob sich deren Scaling irgendwie verändert mit der Zeit, aber das steht natürlich in den ganzen Wikis noch nicht drin. Hm. Oder auch nicht. Meinst du, wir können die jetzt echt in ihr Verderben laufen lassen? Hallo, der Schmied ist doch ein guter bestimmt. Die Schmiede sind immer gute. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, nix und die probiert sich aus. Aber da wollen wir ja nicht. Dass die sich ausprobiert. Ne, wir wollen, dass der über die wacht. Wollen wir das? Na klar wollen wir das. Okay. Vielleicht wird die auch so ein megamäßig krasser NPC, den im letzten Bosskampf erfahren. Ach so. Ja, glaube ich. Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. Jetzt müssen wir bestimmt wieder mit. Nee, also Ozu Kailan, wir wissen, dass der Sumpf noch nicht durch ist. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Oh, der wurde schon häufig verletzt in seinem Leben. Zu sagen hat. Ja. Nicht du. If I do have a talent for spirit cheese. Na, das kennen wir schon. Können wir denn noch andere Leute fragen? Wer ist denn. Der Prophet will uns nur Shit verkaufen. Da unten ist der Invade.
Was ist denn hier mit... Geht noch unseren Superior theoretisch. Ah, der ist weg. Da stand ja mal einer, aber der ist weg. Ja, da stand auch noch ein anderer, der ist auch weg. Der... mit Zwirbelbart. Ja. Was ist denn mit dir eigentlich? Ja, die will nicht mit uns reden. Ja, was ist denn mit dir? We've spoken long enough. Okay. Enough. Der hat immer noch keine Lust auf uns. Stimmt, der Chambin-Typ ist weg. Wahrscheinlich tot. Also erstens ist der weg und der andere, der so rötlich gekleidet war, so... Mhm, stimmt. Ja, stimmt. Die beiden sind weg. Hast recht. Woanders konnten wir hier nicht mehr hin, ne? Nee. Das ist belastend. Aber nichts zum Ploppen. Deutet wieder zum Sumpf. Ja, also da sollten wir uns noch ein bisschen umschauen, glaube ich. Ein bisschen. Die PCs haben auch mal Wochenende. Fair enough. Ob Bettler so eine gute Idee war, ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Wir sind hart am Stissel. Hm? Hat keine Lust. Warte. Einfach die Eier gesnickt. Tschüss. Okay. Also, was ich noch gerne gucken möchte, ist diese Höhle, wo die andere Krabbe drin ist. Weil ich nicht weiß, ob es einfach nur so ein Durchgang ist, wo die Krabbe drin sitzt und sich was snackt, oder ob es dann noch weitergeht. Was ist das hier eigentlich? Sehr gute Frage. Das sieht auch einfach nur aus wie zusammengebrochener Tempel, ja. Ja, okay. Stimmt. Also darum geht's noch. Guck mal kurz auf die Map. Ja, das würde ich aber gar nicht mehr zu dem Sumpfgebiet zählen, wobei... Ja, doch. Da. Ja. Da geht's. Also in die Richtung kommen wir in die Höhle, wo wir schon mal waren. Da kann man Schmiedesteine farmen zum Beispiel. Da haben wir auch den Boss schon gelegt. Das war die Mine. Ach, die war da? Ja, die war da. Gute Nacht an alle, die jetzt ins Bettchen gehen. Okay, da ist wirklich nur die Krabbe drin scheinbar. Aber die bewacht was? Ja. Also Lilien. Ja, ist klar, Ose. Komm mal mit, Krabbi. Oder kommst du da nicht raus? Krabbi kommt da nicht raus. Eigentlich schlecht für Krabbi. Ja, ein Sonnenbrand. Lol. Der Cheese. Der stinkt. Ist denn der Cheese? Der ist einfach feueranfällig. Ja, tatsächlich. Ja. Krabbenmeier. Natürlich, oder sonst. Ja gut, dann haben wir noch diesen, ich sag jetzt mal, einen Mini-Fluss, der aus dem Sumpfgebiet rausgeht. Ja, und in die Richtung weiß ich gar nicht. Ja, in die Richtung haben wir alles. Da bin ich der Meinung, haben wir alle, da sind wir nämlich immer, den Weg sind wir immer gelaufen, als wir den Drachen bekämpft haben. Ich frage mich gerade, wir haben 6 von diesen komischen Steinen. Wir brauchen 2, um das erste Level zu machen. Ich bin am überlegen, kurz in die Mine reinzugehen. Ja, kannst du machen. Und zumindest vielleicht 3 zu holen, ja, je nachdem, wie es rausgeht. Aber bis wir die... Ach, was wird hier? Gucken wir mal, was hier geht. Hier war die Katze drin, ne? Nee. War hier drin? Hier drin war der Troll. Ach jo, stimmt. Stimmt. Da, haben wir das auf dem Weg hier runter auch gesehen, dass auf dem halben Weg quasi auf dem halben Weg war eine Möglichkeit rauszuspringen? Hier? Ja. In die Richtung? Ja. Entschuldigung. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob. Also ich weiß, dass wir das später schon mal gecheckt haben. Na, ich würde sagen, hier waren wir noch nicht.
Nimm die Fackel in die Hand. Alter. Wir haben schon eine Fackel. Aber ist doch viel. Irgendeine Rune 4. Und dann geht man davon wieder. Aber war da nicht noch ein Gang? Nein. Ja. Jetzt bist du dummerweise hochgefahren, ne? In das Loch willst du nicht fallen. Ah ja. Da haben sich die Entwickler was gedacht. Ja, würde ich auch sagen. Oh, dankeschön, Slake W, fürs Verschenken von 5 Community Subs. Herzlichen Dank. Du hast sie nur in einer Hand, ne? Ja, schade fand ich, dass der nichts gedroppt hat. Ach so. Ah ja, stimmt. Ach, wir haben die Sachen hier eingesammelt, weil wir die Materialien einsammeln konnten, weil die an der Wand hängen. Oh, das war auch recht. Ja, irgendwie nicht, ne? Das ist ja alles irgendwie nicht so ergiebig, wie man sich vielleicht gewünscht hat. Wie rüstet ihr die Waffe zweihändig aus, so wie in Dark Souls? In Dark Souls ist es ja Dreieck quasi. Genau. Hier musst du Dreieck und R1 drücken. Und Dankeschön, Kev, noch fürs Verschenken der 2 Subs. Warte doch schon. Das ist korrekt. Wir wollten hier Materialien sammeln und farmen. Zum Aufwerten einer Waffe. Did not work. Da war ich unvorsichtig. Aber die 1300 Seelen will ich zurückhaben. Ja, die waren nicht weit weg. Ich hab das Schild abgelegt wegen. Weiß ich gar nicht warum. Weil du auf die Gefahr stehst. Ja, das macht ein bisschen mehr Schaden. Er ist ja auch ein bisschen besser aufgewertet. Wie sie das überhaupt nicht interessiert, wie sie voll in ihrem Arbeitsfluss sind. Oder die hassen einfach ihren Aufseher. So, hier kann ich jetzt wahrscheinlich. Ah, doch, kann ich. Nice. Okay. Ah, stimmt, das war bei Demon's Souls auch so. Stumpfe Waffen sind ganz geil gegen die. Das kommt auch noch dazu. Kriegen mehr Schlagschaden oder wie das heißt. Stumpfe Waffen. Ich glaube, das heißt Damage. Exakt. Ja, danke. Tellement.
Fick dich doch in die Bälle, Alter. Nee. Kannst du mich abschlecken. Sie einfach Drive-By. Na, hier waren doch die Untoten, oder? Ja, ich meine auch. Und hier hast du mal kurz gekämpft. Wenn da oben hängen die auch. Die kommen auch runtergefallen. Ah, die kleinen Schlingel. Aber die haben jetzt auch nicht so viel gebracht an... Wenn die stehen halt immer wieder auf. Mach mal nicht. Doch, doch, die stehen auf. Untote kriegen auch immer mehr Damage durch dunkle Waffen. Als eine Skelette. Alter, er macht aber. Alter. Mir halt nicht auf die Knispel, Junge. Dankeschön, Dr. Blue, fürs Verschenken der, vielen Subs. Da bedienen. Komm, euch mal ja auch noch weg. Scheiße, die Pelle gibt mir so auf die Eier. Ja. Ist beide gedreht, oder? Ja, guck mal. Da ist rechts einfach ein Stein runtergefallen. Mhm. Der Bait? Haben wir auch gedacht. Ich weiß es nicht. Das ist einfach mal angenommen. Also sonst findest man ja auch nicht raus. Ist da links? Das war ich gerade, by the way, nicht. Das ist einfach passiert. Ah! Bloody Finger. Da hinten rechts. Hey, Ficker. Der ist ganz schön fix unterwegs, oder kommt mir das nur so vor? Was machst du denn da gerade? Ich wollte nur mal gucken. Der hat zwei Dolche. Den muss man direkt auch mal begrüßen. Hallo. Schön. Oh, der machst du aber. Oh mein Gott. If it isn't Marius, the bloody finger. Jura, der Jäger wurde gerufen. Er lebt mal noch ein bisschen. For you. Okay, wenn du das sagst. And your sus blood. Der macht aber einen Damage. Als Jura. Das passiert jetzt sofort hoffentlich nochmal. Die gehen sich jetzt direkt auf die Köpfe. Guck mal. Zack. Ach, das ist Jura der Jäger. Der Aluhutmann. Der gesagt hat, hier, guck mal da, die Drachen. Und oh, die Kommunion. Okay. Das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Was eigentlich mit dem C-Schwert, das 11 Stärke braucht, das ihr vor 4 Stunden oder so beim Händler gesehen habt? Gleias, keine Ahnung, wovon du redest. Wenn ich ganz ehrlich bin. 11 Stärke, da müssen wir mal einen Punkt in Stärke stecken. Oder? Weiß ich gerade auch nicht. Doch, ja. Ah, ne. Dankeschön, Lasko. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich da einfach durchreite, kommt die mir dann alle hinterhergewetzt? Was ist eigentlich, wenn wir. Achso, nee, wenn wir hier beschwören und gehen dann da rein, dann verschwinden die Wölfe wahrscheinlich. Ja. Denke ich auch mal. Dann sind die AV weg. Er meint, das Schwert vom Bluthund, das 18 Stärke braucht. Ja, das glaube ich aber nicht, weil dann hätte er ja gesagt 18 Stärke und nicht 11 Stärke, oder? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Warum war der rot? Weil er zu viel Tomatensaft getrunken hat. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, da kommst du jetzt noch nicht rein. Ja. Du musst ja erst den blutigen Finger kennen. Okay, blutiger Finger. Da der Jura von hier aus kommt, wenn wir so weit in die Richtung gehen können. Aber da sind auch die anderen Dinger. Ja, aber so weit, also so weit nicht. Du Ficker. Ja,
Alter. Das ist jetzt aber alles ganz schön unübersichtlich. Oh, du hast mich gut davon abgehalten. Aber die Libelle. Schau ich. Einmal getroffen, kannst du drücken, so viel du willst. Vielleicht doch nicht so weit raus, aber. Der kommt dir schon zur Hilfe. Ich glaube, anders wird der auch echt schwierig. Weil, wenn er sich auch nochmal heilt und du das nicht unterbinden kannst. Einfach mal durchgehen, kreisballern. Als er einfach nur überleben, schwierig. Achso, nee, ich meine gerade. Achso. Zum Rennen. Hä? Achso. Was denn? Ich war gerade überrascht, dass die hier überhaupt sind. Skelette? Ja, weil ich dachte, die fallen alle runter, aber das war falsch. Achso. Jetzt kannst du wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich will halt echt nicht so weit zurück. Kann ich die Libelle schon killen? Der ist schon da. Ich meine, du könntest ihn auch mit dem Feuerball begrüßen, ne? Also, ist nicht. Er hat jetzt halt nicht die krasseste Rüstung. Also, wenn man dem einmal eine zwiebelt, ist das nicht so, dass er die ganze Zeit draufhaut wie blöd. Problem ist, der Blutungsschaden ist krass von dem. Und die Möglichkeit, dein Schild zu umgehen, ist auch nicht gerade ohne. Wo bleibt denn der Ficker? Na, dort müssen. Kannst du nicht mehr? Vielleicht erst, wenn du ihn mal haus. Ach so. Ja, habe ich nicht geschafft. Jetzt kommt er. Ja, okay, du musst das einmal hauen. Okay. Ist das ein echter Spieler? Nein, 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 das sind alles NPCs. Ich glaube, da wird das PvP-Konzept erklärt von jemand, der dir hilft und. Oh, meinst du? Oh. Ja, Robert Schnobert, da musst du Bram mal selber auf Twitter fragen, wie du. Der freut sich bestimmt, der hilft dir bestimmt gerne, wie man bei Vampire Survivors irgendwelche Bosse killt. Welchen will er killen? Keine Ahnung. Also für Death gibt's. Achso, du bist da auch so drin. Hallo. Ja, nicht ganz so, aber für. Also um den Tod zu töten, gibt's detaillierte Anleitungen. Die folgt. Ne, die folgt uns nicht. Da ist eine neue. Okay. Weißt du was? Wir können so weit wie möglich zurück übrigens gehen. Gut.
Hey. Nee, den Tomatensaftmann können wir nicht auf dem Pferd bekämpfen. Das wird vorher automatisch ausgemacht. Tomatensaftmann. Tomatenmark ist das. So, ich wette, das reicht schon. Also hier wäre ja okay. Viel weiter wollte ich auch gar nicht zurück. Das war dann durch den Kampf, ist man immer weiter dahin gekommen. Guck mal, da hinten kommt er angerannt. Heute begrüßen wir unseren Gegner und unseren Schiedsrichter mit dem dreifachen Feuerball. Aber roll mal her. Lol. Naja, geht's. Bitteschön. Schmeckt dem Boy nämlich gar nicht. Wo ist die Invasion? Hat er. Wer ist denn überhaupt? Ein blutiger Finger. Pass auf, wir haben jetzt die drei Finger. Wir haben die drei Finger und die zwei Finger haben wir jetzt schon gesehen. Das ist jetzt noch ein blutiger Finger. Hat der eben 600 Schaden rausgekommen? Das frage ich mich halt auch so ein bisschen. Außerdem sieht das so aus, als würde er den fertig machen. Herbeirufen anderer Spieler. Benutzt deine Krummfingermedizin, um die Rufzeichen von Spielern aus anderen Welten zu offenbaren. Goldene Zeichen stehen für Verbündete, rote für Gegner. Die Mehrspielerpartie beginnt, sobald ihr ein Rufzeichen benutzt habt. Übernehmt dann die Rolle des Wirts der Finger. Okay. Jura kehrte zurück und wir haben Reduvia bekommen. Oh, ist das eine Waffe? Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Achso. Die haben wir, glaube ich, schon lange. Naja. Ja. Es ist eine Arkanwaffe. Ein Dolch. Arkanwaffe, Schmarkanwaffe. Gezahnter, auffällig gekrümmter Dolch, die bevorzugte Waffe der Adligen, die dem Fürsten des Blutes dienen. Mhm. Furchtbare Leichtigkeit reißt die Klinge tiefer und starke blutende Wunden. Die Waffe ist permanent mit Blut befleckt, als wolle sie mit Stolz ihr bösartiges Design drücken. Okay. Alter, der Text wird ein Schnitt mit dem Dolch aus, um seine Blutstropfen in fliegende Blutklingen zu verwandeln. Ja, das war das, was der gegen uns gemacht hat. Ja, genau. Gar nicht so schlecht. Ist ein Tomatenmesser. Ja, ziemlich. Können wir jetzt wieder dahin reiten? Ich weiß, wir haben jetzt viele Seelen. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier, wenn man sobald man hier drin ist, ein Feuerchen findet. Es wäre der Licht. Da ist es. Das ist bisher immer gleich gewesen bei den Höhlen. Das stimmt. Schreibern. Um's rein, pull. Hm. Schade. Es fehlen 1100. Haben wir nicht so einen goldenen Schatten mittlerweile gesammelt? 6. 6 ist natürlich. 1100. Ja. War 800, ne? Das ist möglich. Ja, 200, 400, 800. Plus 200.000. Das reicht nicht.
Was haben wir denn da für lustige kleine? Eine Kiste. Oh, hier haben wir extra so eine Schleichen-Area. Was tut der? Der erste kommt erst. Ja, dachte ich auch. Der kommt straight hingelaufen. Da ist Nummer 2. Den dritten kann ich nicht anvisieren. Ja, gar nichts, so leicht. Wegelagerer-Stulpen. Okay. Vielleicht. Mhm. Tatsache, die. Leute, die können wir auch anziehen mittlerweile wieder. Furchtbar befleckte und verbeulte Stulpen. Sie stammen von einem ehemaligen Fußhalter an, der sich heute als Bandit verdingt. Was haben wir denn ausgezogen? Den Bogen? Ja, stimmt, den Bogen. Und dieses Drachending. Na gut, aber das war ja nicht so schwer. Ignorieren wir mal kurz gekonnt. Ja, boah, ist das gut. Immer chillig bleiben. Das ist jetzt hier wieder so ein. Wieder so ein From Software-Moment. Sehr gut gemacht. Jetzt wird es für Level reichen. Wait, aber das ist schon die Truhe. So, wisst ihr, wenn man hier so eine Truhe sieht, das ist ja einfach nur eine Truhe, da ist nichts dran. Das Einzige, was du mir jetzt noch erzählen könntest, wäre, keine Ahnung, anhand der Strahlen kann man das erkennen, oder anhand der vier, nee, Moment, das sind fünf Teile, die oben auf der Truhe sind oder so. Nice, 5 Pilze. Nice. Hat sich richtig gelohnt. Krasser Scheiß, ey. Jetzt haben wir den armen Banditen noch ihre letzten Pilze geklaut. Okay, aber dann können wir halt. Oh, warte. Das war noch Leben. Ja. Yeah. Da würde ich doch sagen, Level steigen und dann durchrushen. Ja. Ach, guck mal, das hat gebimmelt. Tatsache. Du bist denn voll in die Falle gelaufen. Ich bin in volle Kanne in die Falle gelaufen. Das heißt, wenn man hier rechts rumläuft, Problem ist, ich schätze, die sehen einen besser mit der Fackel. Das ist eine interessante Theorie. Dafür seht ihr uns halt auch besser. Shit. So, gleiche Frage wie immer. 20 Geschick finde ich es eigentlich. Lol. Ganz guter Wert. Nochmal. Achso. Kraft oder. Die gibt doch 1200, ich dulli. Ja, Leben. Oder Leben. Leben. Kraft ist Leben. Oh, meine ich ja. Kraft oder Kondition, meinte ich. Ach so. Das ist mir egal. Weil aktuell können wir alles tragen, also nicht an Kraft. Aber der Balken sieht immer noch ziemlich mickrig aus, muss ich sagen. Ja, ne? So richtig lang wird der nicht. Sogar bunt im Netzwerktest hatte schon mehr Leben. Okay, wo ist hier das Bümmelchen? Ja. Das kannst du gar nicht gehört haben, du Lügner. Setz dich wieder hin. Sit down, Bitch. Weißt du, geil, da ist doch direkt das Ding. Kannst doch da hinlatschen und fertig. Einfach durchgehen da.
Okay. Oh oh. Achso, doch. Dachte, das hätten wir nicht mehr ausgerüstet. Hier können wir nicht bimmeln. Was Steps gehört. Guck mal nach oben. Okay. Also ich höre die Steps auf. Nee, das wird Feuer. Stimmt. Wenn wir die Truhe looten, kommt er dann. Anders können wir ja auch nicht tun. Hey, deine Einrichtung zerstören. Ja, aber mehr ist hier auch nicht. Kann man sonst Feuer setzen oder so ein Quatsch? Nee. Dann passiert irgendwas jetzt, wenn wir die Truhe öffnen. Gucken wir mal was. Well, well, well. Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming... Patches! Was? Das ist wirklich Patches! Cough up your coin! Patches kotzt uns an. Wie awesome. Ich meine, das ist natürlich super Fanservice. Aber whatever. Ich bin Fan und werde geserviced. Ich werde auch gerade geserviced. Okay, Patches, wenn du da irgendeine Scheiße spielst, ja, was hast du denn jetzt? Patches schluckt. Aber nur, wenn er ihn schütteln hat. Who the fuck is Patches? Patches ist eine Figur, die auf unterschiedlichste Arten immer wieder in From Software Games vorkommt. Arme? Ja, warte. Der hintergeht einen doch wieder. Ja, natürlich. Der gibt wirklich auf. What the fuck? What do you know? You're tarnished, like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. But an innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Ich will's einfach nur sehen, wie er uns hintergeht. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered, tarnished like you, only free-spirited, nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits, and they're paying for my gruel, in exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean, maybe set up a legitimate shop. Hat er tatsächlich ja in verschiedenen Spielen gemacht. In Dark Souls 1 und 3 ist er ja, glaube ich, wirklich ein Shopkeeper dann. In 3 kann ich mich noch erinnern, da der mich einfach irgendwo runtergeschubst hat. Und dann gesagt hat, Und irgendwann, als du wieder oben warst, hat er gesagt, hey, Moment. Das war in 1 auch, auf jeden Fall. Don't forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal. Come next time. Okay. Vielleicht kommt er in unsere Tafelrunde. Wie hätte der das denn verdient? Okay, das stimmt. Dann würde ich jetzt hier einmal rausporten und dann nochmal gucken, ob der da ist. Ja, und wobei, du kannst natürlich auch noch den Sumpf entlang gehen. Also ich meine, das ist halt ganz cool bisher alles gewesen, aber wie uns das bei dem Boss helfen soll, verstehe ich nicht. Wenn es ein Händler ist, der uns geilen Scheiß verkauft. Okay. Peter, wolltest du noch weiter erklären, wer Patches genau ist? Also, der kommt wirklich, soweit ich weiß, er oder eine Abwandlung von ihm im nahezu jedem From Software Game vor und ist einer, der immer dem Spieler hintergeht und ist halt ein Meme geworden. Ja, also der hintergeht dich und dann haust du dem auf die Oma und irgendwann kommt genau wie gerade immer dieser Moment von wegen, oh, war da alles nur Missverständnis. Er hat aber auch coole Storylines so in den verschiedenen Spielen. Wird der nicht zur Spinne in Dark Souls 3 in einem DLC oder so? Die DLCs habe ich nicht gespielt. Guck mal. Jay hat ihn übrigens gekillt. Aus Versehen.
Oh, hier. Patches im Kampf. Wie? Ich habe auch gerade versucht, ihn zu backstabben, ne? Ja, aber er hat geschrieben, hat er aus Versehen gemacht. Ach, das war Bloodborne mit der Spinne, okay. Also da würde mich mal interessieren, wie viel Damage der den gemacht hat, weil also ich habe versucht, den zu backstabben, dann habe ich ihn gehauen. Er hat wahrscheinlich einfach weiter drauf. Hallo, da ist er wieder. Und dann meinte er so, hey, hey, pass auf. Ah, we meet again. To have fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. I am Eura, as you might recall. Hunter of Bloody Fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Be on your way. Perhaps we will meet. Okay, ist ja gut, Aluhutträger. Wir gehen ja schon. Praise the sun. Geil. Kann man das eigentlich überhaupt schreiben? Wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir da wahrscheinlich noch häufiger gesehen. Ja, aber wir haben ja Dings aus. Online. Wir haben noch gar nichts geschrieben, ne? Was waren das für Finger? Der runzlige Finger des Befleckten. Können wir gar nicht benutzen im Offline-Modus. Ach, interessant. Ah, das sind die Schleimy Schleims. Die Schleimy Schleims. Diese langsamen Objekte. Okay, nee, das sind Skelette. Skelette so back. Aber das ist das langsame. Ja, ich weiß, Feuer. Feuer kann ich gerade nicht benutzen, weil da ist so ein Skelett. Was denn? Mach aber Damage. Oh. Greife ich den Liebhaber damit an? Vielleicht zwei? Wow. Daneben. NextGear90, vielen lieben Dank für die 5 Community Subs. Glassplit. Okay, was hast du denn hier? Giftblüt. Herstellungsobjekt? Vermutlich. Da ja, ja, haben wir schon ein paar von. Ja. Tiefgrüne, giftige Flüssigkeit tropft von ihren Staubblättern. Hm. Wird ja mal probieren. Julia mit J kam noch mit einem Host rein vor 5 Minuten. Oh. Ein Host, aber kein Raid. Vielen lieben Dank und ja. Hallo. Hi. Gute Nacht, Tempad. Gute Nacht, John Boy. Ah, das war die Gruppe. Da geht's hier noch weiter, ja. Sieht ganz danach aus. Ah, hi. Hi, gib mir mal. Könnte mich mal Kannst du jetzt theoretisch eigentlich das Pferd wieder rufen? Ja. Das war wahrscheinlich nur aus für diesen einen. Ja, das ja, okay. Wir auch direkt wieder durchgerufen. Ein Aha. Tor? Nix Horst, das war ein Raid. Aber der Raid wird mir nicht angezeigt als Raid. Ja. Tatsächlich. Guck mal, Triebfluss-Katakomben. Ach, zu viel gespammt. Moin, moin, moin. Hier sind wahrscheinlich mehr so Skelette am Start.
Jericho, wir haben noch keinen Plan, wann es morgen weitergehen soll, weil wir ja immer noch dran sind. So Wasserspeier, ne? Aber lange werde ich heute nicht mehr durchhalten. Du bist schon echt gut dabei. Dankeschön. Hinter dir, hinter dir. Ja. Dankeschön. Wo kam der denn? Das Bait. Und da ist eine Falle. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh. Aber was passiert dann? Ich habe noch keine Löcher irgendwo gesehen, außer vielleicht da hinten. Also Julia, tut mir leid, dass uns der Raid nicht richtig angezeigt wurde, aber vielen lieben Dank dafür. Und Dankeschön Leon Marx für die 10 Stufe 1 Subs. Ah ja. Sehr gut. Er hat dir mindestens genauso weh getan wie mir. Lol, wenn man hier bleibt, kann man einfach. Mega gut. Und hier da. Ja, nur der eine denkt sich, ich laufe einfach mal ein bisschen gegen die Wand, weil ja, die Wand ist so wunderschön. Drin, das. Und Dankeschön, Marco. Die 5 Stufe 1 Subs. Liebe Statue, es tut mir leid, dass ich deine. Leid, dass ich hier deine Kerzen kaputt gemacht habe, aber die sieht eh nicht mehr so frisch aus, muss ich sagen. Gute Nacht, Sven. Mach gerne, Julia. Irgendwo hat sich eine. Ich schätze unten links. Von hier aus sieht die Waffe irgendwie echt aus. Da nicht. Okay, da hinten ist noch so ein Blättchen. Und wo wird denn da geschossen? Oh, ich muss schon wieder schiffen. Bier treibt. Was mit dem Blutflecken bzw. der Nachricht passiert? Als wir angefangen haben, waren die Server so überlastet, dass wir im Offline-Modus sind. Wir könnten Peters Toilettengang als Anlass dazu nutzen, vielleicht nochmal schnell in den Online-Modus zu gehen. Das dauert ja nicht lange. Also wir können zumindest gucken. Ja. Anmeldung am Spielserver. Tatsache. Ja, Peter Sompott. So. Okay. Hey, sind wir denn jetzt online? Bei mir funktionieren die Blutflecken nicht. Ja, kann sein, dass die doch noch irgendwie Probleme haben, weil das wundert mich, dass hier bei den Fallen kein einziger Blutfleck ist. Oder die Leute sind alle sehr smart. Das kann natürlich auch sein. So, wie viel sind denn hier? Da sind schon mal 2. Aha, von wegen, wir sind Statuen. Dann hängt doch, also direkt um die Ecke wird mindestens einer sein, wenn nicht sogar in jeder Ecke einer. Nein, doch nicht. Da einer. Okay, auch nicht. Irgendwer hängt doch hier drüber. Ja, auch nicht. Okay, Leute, von wo schießt denn die Falle? Oh Gott. Bin mal wieder in Online-Modus gegangen, gibt immer noch keine Blutflecken. Aber jetzt sehen wir die anderen Spieler teilweise wieder.
Aus der Treppe, natürlich. Ah, da sind sie doch. Guck mal. Da war wirklich einer über uns. Ja, ey. Endlich kann der Oktopus weg. Der ist sogar wirklich besser, aber dadurch kriegen wir große Last. Große Last. Der ist sehr schwer. Der ist so schwer wie unsere Rüstung. Ein Kopfschutz hergestellt aus dem kaum veränderten Kopf eines Wichtgolems. Erinnert ein wenig an einen Katzenkopf und birgt sogar Spuren ihrer Weisheit. Mhm. Naja. Also der ist nicht schlecht, aber der ist super schwer. Den können wir nicht wieder anziehen. Ah, macht auch nicht so einen dicken Unterschied. Das sieht wenigstens gut aus. Okay, also nachdem wir hier wirklich recht hatten, aber warte mal, wie seid ihr denn jetzt? Das haben wir schon irgendwie mehr gesehen. Komm schon. Show me. Geht nicht. Den Blutfleck jetzt diverse Male berührt. Ich hatte gesagt, da oben hängt einer. War auch einer. Okay. Nachricht lesen wir mal nicht. Spoilern wir gerade. Ganz schön viele Nachrichten. Der Patches stand bestimmt auch so ein Kram wie Friend der Heaven. Ja, moin, ey. Okay. Der hat Bock. Oh, warte mal. Hey, kurz, halt, stopp. Der sieht cool aus. Oh. Ah. Da war der Blutungsschaden. Oh. Was machst du jetzt mit meinem Kopf? Wir wegschmeißen wie ein Stück Papier. Was? Boah. Das war First Try für einen Streithammer. Ein fetter Hammer. Ich wette, du brauchst viel Stärke. Viel Stärke. Ja. Große Keule. Du brauchst 26 Stärke. Das ist viel. Was eine Ansage. Macht genauso viel Schaden wie die große Keule. Jo, stimmt. Skaliert aber noch einen Ticken mit Geschicklichkeit, aber E ist halt schon uff. Ja, und halt natürlich anderes Moveset, was ja auch mal ganz wichtig die ist. Die Keulen haben eigentlich ein ganz geiles, wenn man die tragen kann. Da halten wir natürlich auch durch. Chat, würdet ihr sagen. Was ist das denn hier? Werde. Was? Es werde Rumpf. Rumpf anbieten? Ach so, hier, lol. Das ist wahrscheinlich im Englischen irgendein Wort für Penis. Ach so, ich hätte fast gedacht, der macht eine Sprungattacke und wenn er hier drauf springt, kriegt er Damage oder so. So. Weil das geht auch nicht kaputt. Aber schöner First Striker ist doch eigentlich ein gutes Ende für heute. Ja, könnte man sagen. Da wurde sich gerade kurz gewünscht, doch den Hammer mal in die Hand zu nehmen. Da ist er. Sieht aus wie hätte so einen Zahn da dran. R1. Naja. R2. Gedrückt halten. Mal R2 und L2, ah ne, beidhändig. Ah ja, das ist so ein Aufladen.
Aber ich glaube, der macht schon die. Der staggert die Leute, glaube ich, schon sehr ordentlich. Wenn du ihn benutzen kannst. Eine Frage hätte ich nur an den Chat noch. Würdet ihr denn jetzt so ungefähr sagen, wir wären mit dem Sumpf durch? Ich glaube schon. Das ist der Anfang? Oder wie ist es jetzt so dunkel? Oder ist da immer noch so mega viel zu finden? Okay, wir können noch nichts ploppen, leider. Sumpf oder Rumpf? Ja, das ist. Also ich würde nämlich sagen, wir sind jetzt echt überall gewesen. Wir sind hier komplett über. Ah, wobei, ne, hier geht's noch weiter. Das ist alles nur aus diesem Gebiet hier. Krass. Oh, doch. Eine Sache will ich noch wissen, bevor ich schlafe. Oh, Patches da ist. Patches da ist. Wo Patches? Stimmt, hier ist auch noch der Invade theoretisch. Ne? Mhm. Jetzt ist ja gar keiner mehr. Ach, alle weg. Wo sind die alle hin? Patches die alle umgebracht? Wer bist du denn? Das ist die. Das ist Rotkäppchen. Ah ja, die hat nur das Rotkäppchen nicht an. Ja. Good to see you again. Thank you very much. Warum ist die jetzt Händler? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the spirit tune apprentice. Geistereinstimmungslehrtochter. Das kann also ein deutsches Wort sein. Geistereinstimmung. Im Menü für die Geistereinstimmung könnt ihr mit Runen und Gräbertallinien, davon haben wir einige, Geister verstärken, die ihr aus Aschen herbeiruft. Um Geister mit Eigennamen zu verstärken, braucht ihr Geistertallinien. Wir können theoretisch alles verstärken. Ja, würde ich sagen, verstärkt man die Wölfe, wa? Ja, warum ist hier das. Weil da die ausgerüsteten Sachen sind, genau. Ja, also ich bin auch für die Wölfe bisher. Ja. Der war komplett Quatsch. Die waren schlechter als die Wölfe. Bei dem kann ich es noch nicht einschätzen. Weil der kostet auch am wenigsten, ne? Also zumindest an. Ja, aber wir fanden nur die Wölfe gut. Ja, wir fanden die Wölfe eigentlich gut. Okay, jetzt brauchen wir Stufe 2. Was hat denn das jetzt gebracht? Haben die Viecher mehr Leben? Oder das weiß ich nicht. Haben die auch mehr Damage? Da steht doch nichts davon. Nee, also nicht wirklich. Die haben ja keine Stats. Aber Wölfe haben wir noch plus 1 gemacht. Ja, nice. Guck mal, dann hat sie das zumindest geschafft. Ah, Patches bleibt wohl in der Höhle und verkauft da Sachen. Okay. Gießt. Lol. Okay. 5.900. Oh, nice try. Okay. Die Missinformationen sind selbst in diesem Spiel einfach. Ja, warte mal dazu da. So, Schlüssel haben wir immer noch keinen. Ja, Patches bleibt da. Aber irgendwie verschwinden hier immer mehr NPCs. Und ich weiß nicht warum. Wo wir alle hingehen. Peter, guckt schon mal, wo wir euch dann weiterhin schicken. Ja, wie machen wir das denn? Wann machen wir denn dann morgen weiter? So gegen 11 wieder? So wie heute ungefähr, zwischen 11 und 13 Uhr, würde ich sagen. I am pleased to see. Would you like me? The blessing is. Would you like to?
Ja, lass. Umarme mich mal ein bisschen. Ach, hier steht bestimmt auch wieder blöd. Ja, also gefühlt haben wir da einiges geschafft. Ready to raid. Stimmt, das Teil haben wir noch gar nicht benutzt, fällt mir gerade ein. Ne? Nein, das stimmt. Gut, dann. Pizza fehlt 2.0. Alter, wir haben schon 14 Stunden gespielt. Okay. That's it. Zeigt morgen mal die Collector's Edition, maybe. Maybe. Oh ja. Nein, hat's geklappt. Okay, lieber Chat. Vielen lieben Dank. Ja, dass ihr heute alles mit uns ausgehalten habt. Das war eine Odyssee, kann man sagen. Ich muss da mal gucken, dass ich das irgendwie auf PietSmiTV bekomme, auf irgendeiner Art und Weise. Das wird spaßig. Vielen lieben Dank auch an die ganzen Subs natürlich und Trinkgeld. Dankeschön vielmals an die Mods, die so lange durchgehalten haben, vor allen Dingen Cookie, richtig hart am Stissel gewesen. Und jetzt raiden wir wieder jemanden, der auch Elden Ring streamt und ganz wenige Zuschauer hat und da einfach mal die Grüße da lassen, also unbekannterweise. Und morgen irgendwo zwischen 11 und 13 Uhr geht es wahrscheinlich weiter bei uns. Da steht schon Raid Inc. Okay, dann drücke ich schnell. Dann euch jetzt eine gute Nacht, schlaf gut und bis morgen. Jo, ciao. Hast du das ohne Verzögerung, das Raiden?